Anja und wunderschönen guten Abend zusammen. Ich darf Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem allerersten Online-Kaffee-Blaulicht. Wie vielleicht einige von Ihnen und euch schon wissen, greifen wir mit einer Online-Podiumsreihe seit einigen Wochen verschiedene gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Themen auf, um die dann auch mit interessanten Gästen und mit Ihnen und mit euch, dem Publikum, zu besprechen und zu diskutieren. Heute Abend geht es rund um das Thema Blaulicht. Ich freue mich ganz besonders, hierzu auch einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich die innenpolitische Sprecherin und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze. Liebe Katha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Servus und danke für die Einladung. Ja, und ich sage es gleich vorweg, wir haben weitere spannende Gäste aus den verschiedensten Verbänden, Bereichen und der Politik, mit denen wir heute Abend ins Gespräch kommen wollen. Aber nicht nur mit diesen, nein, auch Sie und ihr alle, liebe Gäste, ihr seid ganz herzlich eingeladen, euch ganz genauso zu Wort zu melden. Traut euch, denn wir möchten wissen, wie es Ihnen und euch in euren Verbänden so geht. Was treibt ihr so während dieser verrückten Corona-Zeiten? Was läuft gut, was nicht so gut? Und wo könnt ihr vielleicht auch politische Unterstützung brauchen? Mein Name ist Daniel Zügel, ich bin Parteivorsitzender der Grünen in Schwaben, weiterer stellvertretender Landrat im Unterallgäu und Bundestagskandidat. Ich darf heute Abend für die Grünen Kreisverbände Memmingen, Unterallgäu und dem Ostallgäu ihr und euer Gastgeber sein und euch durch die Veranstaltung moderieren. Ein herzliches Willkommen auch an die Damen und Herren von der Presse. Schön, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind und unseren Heldinnen und Helden des Alltags auch eine mediale Stimme geben. Und last but not least darf ich einer guten Tradition folgen, obwohl Sie es immer selber machen, die zwei helfenden Hände im Hintergrund nochmals hochoffiziell begrüßen. Ohne die würde nämlich bei uns gar nichts laufen. Nathan Lüders, Geschäftsführer der Grünen Ostallgäu und Anja Odendahl, Geschäftsführerin der Grünen Unterallgäu. Herzlichen Dank für die Orga und euren Support. So, bevor ich jetzt das Wort an Katha übergebe, noch ein paar letzte kleine Hinweise. Wir werden jetzt dann thematisch von einem Verband zum nächsten wandern, bei jedem Verband so, ja, wie es uns gefällt, 10 Minuten, maximal 20 Minuten bleiben. Bitte klingt euch, ich sage es nochmal, liebe Gäste, ins Gespräch mit ein, traut euch. Die ganze Veranstaltung wird so in etwa 90 Minuten dauern. Und ja, jetzt habe ich genug geplappert und übergebe an die Katha. Ja, lieber Daniel, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass wir uns in diesen kleinen Quadraten wenigstens sehen. Und es ist schön, dass wir trotz einer globalen Pandemie politisch diskutieren und uns austauschen können. Und lieber Daniel, ich bin dir total dankbar, dass du dieses tolle Format entwickelt hast. Und dann gibt es heute noch ein Kaffee-Blaulicht. Als begeisterte Innenpolitikerin kann es nichts Besseres geben. Und deswegen habe ich natürlich auch sofort zugesagt, heute mit dabei zu sein. Daniel und ich kennen uns schon sehr, sehr lang. Er hat ja nämlich gar nicht gesagt, was er hauptberuflich macht. Er ist nämlich Polizist und ich bin seit 7 Jahren innenpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion. Und da haben wir uns schon auf einigen Veranstaltungen gesehen, bei grünen Polizeikongressen. Wir tauschen uns regelmäßig aus über die Nöte, Wünsche und Bedürfnisse. Und da ich ja diesen tollen Beruf habe, durfte ich schon bei einigen Nachtschichten mit dabei sein. Also mein Herz klopft und schlägt für die Blaulichtorganisation. Und ich bin total happy, Daniel, dass du dieses wichtige Thema auch immer so massiv voranstellst und dass wir heute die Option haben, uns gegenseitig auszutauschen. Ich war jetzt angefragt, einen ersten kurzen Input über Blaulicht und Grüne zu geben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich meine, A, sind Sie die Expertinnen und Experten und B, ist das ein Riesenfeld. Das heißt, ich werde so schwerpunktmäßig mal ein bisschen die grüne Haltung in dem Bereich skizzieren und dann freue ich mich sehr auf die Expertinnen und Experten, die wir ja da alle haben. Einige kenne ich auch, sehe ich in den kleinen Fenstern, dass wir dann in das Gespräch kommen und Sie und ihr vor allem auch Austausch und Input mir und uns mitgeben könnt. Fange ich vielleicht mal mit dem Entscheidenden an. Was ist für uns Grüne das Entscheidende in der Innenpolitik? Das ist, dass wir die Ressourcen bereitstellen, dass alle Menschen in Bayern frei und sicher leben können. Und da ist für uns Freiheit und Sicherheit kein Widerspruch. Gerade konservative Parteien wollen uns das ja immer so unterjubeln, dass wir
nur das eine wollen. Aber so ist es nicht. Wir wissen, dass beide Pole zusammengehören und dass die Sicherheit eine Grundvoraussetzung ist dafür, dass ich frei sein kann, dass aber auch Freiheit in einer demokratischen Gesellschaft absolut zentral ist. Und deswegen setzen wir Grüne uns für eine starke Zivilgesellschaft ein, für Prävention, für Demokratiebildung und Co., weil wir einfach wissen, dass wenn wir Bürgerinnen und Bürger unsere Demokratie nicht festhalten, schützen und weiterentwickeln, dann wird es schwierig. Denn wir alle kennen die deutsche Geschichte, wir alle wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in einem freien, in einem sicheren, in einem vereinigten Europa leben dürfen, ohne Krieg. Und darum ist es, glaube ich, die Pflicht von allen Demokratinnen und Demokraten, sich dafür einzusetzen, dass es so auch bleibt. Gleichzeitig reicht eine starke Zivilgesellschaft für Freiheit und Sicherheit nicht aus. Wir brauchen auch starke Institutionen, die unsere Freiheit verteidigen, unsere Sicherheit garantieren. Und da kommen dann unter anderem die verschiedenen Blaulichtorganisationen ins Spiel. Fange ich mal mit der Polizei an. Wir als Grüne setzen uns schon seit Jahr und Tag dafür ein, dass die Polizistinnen und Polizisten bei uns die Ressourcen an der Hand haben, ihren wichtigen Job auch gut durchzuführen. Und wenn ich über Ressourcen rede, dann meine ich nicht nur, dass in Zeiten von Corona doch bitte jeder Polizist und jede Polizistin auch einen Laptop hat für die mögliche Homeoffice-Arbeit oder dass bei den Ressourcen zum Beispiel dazugehört, dass Schnelltests bei Polizistinnen und Polizisten regelmäßig zur Verfügung stehen sollten, denn immerhin haben die im Streifendienst direkten Kontakt mit sehr vielen Leuten, sondern bei Ressourcen bedeutet das natürlich auch das große Thema Personal. Das heißt, wir hatten jetzt erst vor ein paar Wochen die Haushaltsverhandlungen im Bayerischen Landtag und da haben wir Grüne erneut einen Antrag gestellt, dass wir bei mehr Beamtinnen und Beamten einstellen und vor allem, dass wir auch beim Bereich Tarifbeschäftigte nochmal aufstocken, denn wir wissen alle, Polizistinnen und Polizisten haben eine harte Ausbildung vor sich. Das heißt, selbst wenn wir jetzt mehr Plätze schaffen würden, dauert es eine Weile, bis sie da sind und die Entlastung auf den Dienststellen, gerade auch in der Fläche, ist dringend nötig und darum gilt es auch, die Tarifbeschäftigten zu unterstützen und weiter auszubauen. Und dann gehört für uns natürlich dazu, dass wenn wir über Ressourcen reden, dass auch Zeit da ist für die wichtigen Aus-, Weiter- und Fortbildungen, denn wir alle hier in dem Raum wissen, wir leben in einer komplexen, in einer schnelllebigen Welt. Stichwort Digitalisierung, neue Kriminalitätsformen, das Thema Antirassismus, das Thema interkulturelle Kompetenz. Da gibt es viele, 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 viele Aufgaben, mit denen die Polizei täglich konfrontiert ist. Und solche Sachen, dafür braucht man Zeit, das zu lernen. Dafür braucht man Zeit, sich regelmäßig fortzubilden. Und dafür muss der Dienstherr Zeit schaffen. Und auch das, dafür setzen wir Grüne uns regelmäßig ein. Aber innere Sicherheit ist nicht nur die Polizei oder der Verfassungsschutz, sondern da kommen all die anderen Player natürlich auch noch mit ins Spiel, die man ja gemeinhin sonst immer unter dem Thema Katastrophenschutz summiert. Und da, glaube ich, haben jetzt gerade in dieser Pandemie ganz viele Bürgerinnen und Bürger erstmal wieder gesehen, wie großartig und dankbar wir eigentlich sein können und sein müssen, dass es so Leute gibt, die ehrenamtlich bei der Feuerwehr, beim THW, beim Rettungsdienst aktiv sind oder die dort hauptamtlich arbeiten, weil sonst sähe es, egal ob es ein Hochwasser gibt, ob es Brände gibt, Starkregen, Stürme oder eben diese Pandemie in unserem Land, ziemlich düster aus. Als Grüne hier in Bayern ist uns wichtig, dass wir beim Thema Katastrophenschutz allen Playern und allen Aktiven, egal ob im Haupt- oder im Ehrenamt, die nötige Unterstützung zukommen lassen. Da hat natürlich jede Berufsgruppe eigene Bedürfnisse. Ich greife mal kurz eine raus. Wir hatten erst vor ein paar Wochen eine große Feuerwehranhörung im Innenausschuss. Das ging auf unseren grünen Antrag zurück, wo wir uns mit der Zukunft der Feuerwehr beschäftigt haben. Stichwort Digitalisierung, demografischer Wandel. Leute sind nicht mehr ewig und drei Tage an dem Ort, wo sie mal angefangen haben. Berufliche Wechsel und Co. Aber wie kann man trotzdem die großartige Feuerwehrkompetenz und flächendeckendes freiwillige Feuerwehr trotzdem dieses Netz weiter in Bayern spannen. Das ist zum Beispiel ein Schwerpunkt bei uns. Und in der Debatte
ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber wir Grüne haben natürlich auch eine kleine grüne Katastrophenschutzgruppe, wo ich einige hier in dieser Runde auch sehe, diskutieren wir natürlich diese Themen regelmäßig und suchen nach Lösungen und sehen, dass gerade so Sachen wie Ehrenamt, Diversität, Digitalisierung nicht nur ein Thema für die Feuerwehr ist, sondern genauso fürs THW oder für die Rettungsdienstorganisationen. Genauso das Thema Aus-, Weiter- und Fortbildung bei Virtual Reality und Co. betrifft auch wiederum alle, wo wir als Grüne die Synergien nutzen, zusammentragen und daraus dann natürlich auch politische Forderungen entwickeln. Zwei letzte Punkte, die mir im Bereich Katastrophenschutz total wichtig sind und die ich finde, in der politischen Debatte, ich sage extra politische, weil bei denen, die dort aktiv vor Ort sind, ist das ein Thema, aber in der politischen geht mir das ab, immer ein bisschen zu kurz kommen. Und das ist zum einen diese neuen Herausforderungen, die zusätzlich auf die Arbeit zukommen. Ich nenne ein großes Stichwort und das ist die Klimakrise. Ich glaube, da dürfen wir die Augen davor nicht verschließen, dass das nochmal ganz andere Herausforderungen für Rettungsdienst, für Katastrophenschutz, für Polizei, für Feuerwehr und Co. bedeutet. Das heißt, man muss jetzt als Politik die Weichen stellen im Bereich Prävention, ja, Klimafolgenanpassung, was bedeutet das für den Katastrophen- und für den Rettungsdienst? Diese Debatten muss man jetzt führen und dort Lösungen anbieten. Und der zweite große Punkt ist ein grünes Herzenanliegen, die Internationalisierung beziehungsweise die Europäisierung. Aus grüner Sicht ist guter Katastrophenschutz europäisch, aus dem ganz einfachen Grund, dass weder eine Katastrophe noch Verbrecher, wenn wir über die Polizei reden, sich an irgendwelche Landesgrenzen freiwillig halten. Das heißt, dieser Ausbau der Vernetzung, der Ausbau des Miteinanders, die gelebte Solidarität innerhalb der europäischen Familie, am besten natürlich weltweit, aber beginnen wir mal mit Europa, das ist, glaube ich, absolut entscheidend, wenn es darum geht, Wissen auszutauschen, Material auszutauschen, gemeinsam zu arbeiten und auch dann zu gucken, wo kann Politik rechtlich Rahmenbedingungen verändern, dass diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit einfacher und leichter funktioniert. Das würde ich auch ganz klar als eine ganz großen grünen Schwerpunkt setzen, den wir im Bereich Blaulichtorganisationen immer im Hinterkopf haben, weil wir nichts davon halten, wenn jeder nur in seinen engen Landkreis- oder Freistaatgrenzen denkt, sondern wir leben in einer globalen, in einer vernetzten Gesellschaft und Welt. Die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, sind groß und die betreffen uns alle, sei es Digitalisierung, sei es die Klimakrise, sei es die gesellschaftspolitischen Veränderungen. Und da wäre es blöd und ehrlich gesagt nicht sehr klug, wenn man nicht das Best Practice, Kompetenz und eine engere Zusammenarbeit forciert. So, das war jetzt ein kleiner wilder Ritt durch die Grundzüge grüner Innen- und Sicherheitspolitik, wie wir Katastrophenschutz und die Blaulichtorganisation unterstützen wollen. Ich freue mich super auf diesen Abend. Ich freue mich jetzt auf den Input der Expertinnen und Experten. Bitte offene Rückmeldungen. Wo brauchen Sie Unterstützung? Was läuft gut? Was läuft nicht gut? Wo musste die Politik mal ein bisschen mehr machen? Wir nehmen das alles gerne auf und speisen das dann auf kommunaler, auf Landes- oder hoffentlich irgendwann im Bundestag-Ebene dann auch genau ein. Vielen Dank, liebe Kata. Da waren ja schon fast alle Punkte dabei. Aber wir kommen jetzt zu unserem ersten Verband und zwar zum Rettungsdienst und ein bisschen auch zur Bergwacht. Und ich darf jetzt hier übergeben an einen hochmotivierten und hochsympathischen Rettungsdienstler, den Stefan Lindauer aus Eindling im Landkreis Eichach-Friedberg, selbst auch Bundestagskandidat und seit vielen Jahren im Rettungsdienst aktiv. Stefan, schön, dass du heute Abend mit dabei bist. Wie läuft's bei den Retterinnen und Rettern? Ja, guten Abend zusammen und lieber Daniel, vielen, vielen Dank für die Einladung hier heute Abend, dass ich hier mit dabei sein darf. Es freut mich sehr und ehrt mich auch in dieser großen Runde für den Rettungsdienst sprechen zu dürfen. Vielen, vielen Dank und ich bin sehr, sehr gespannt auch, was die anderen Berichte dann bringen und auch mal zu hören, wo da so der Schuh drückt. Du hast es gesagt, ich arbeite
schon einige Jahre im Rettungsdienst, seit 2014 haupt- und ehrenamtlich im Rettungsdienst, aktuell wieder hauptamtlich in Augsburg. Und ich kann berichten, ja, während Corona hat sich die Arbeit im Rettungsdienst sehr verändert. Aber wir müssen da auch ehrlich sein, der Schuh hat im Rettungsdienst auch schon die Jahre zuvor gedrückt, nur hat man den Rettungsdienst genauso wie ganz andere Hilfsorganisationen, und ich denke da auch an die Polizei und an die Feuerwehr und an das THW, einfach als Selbstverständlichkeit ein Stück weit hingenommen. Das läuft schon, das funktioniert, und die Menschen, ja, die da arbeiten, die haben sich natürlich da ein Stück weit engagiert, aufgeopfert, mit Herzblut sind sie dabei, und deswegen hat das auch funktioniert. Aber jetzt mit Corona kommen wir wirklich an Grenzen, auch in Bayern, dass wir uns doch das öftere Mal die Frage stellen, können wir den Rettungswagen mit Personal besetzen? Haben wir gesundes Personal? Können wir eigentlich unsere Grundaufgaben erfüllen und eine Abdeckung gewährleisten? Das waren Fragen, mit denen waren wir vor Corona gar nicht so stark konfrontiert. Klar, dass hier und da mein Dienst ausgefallen ist, dass man für einen Kollegen eingesprungen ist, das war ganz normal. Aber dass wir jetzt wirklich in so eine Personalnot kommen, war neu, auch fürs Ehrenamt. Denn auch die ehrenamtlichen HelferInnen sind natürlich eine wichtige Stütze, gerade auch bei uns im Rettungsdienst. Aber auch mit Corona muss man dran denken, die haben Familie zu Hause, die haben noch einen anderen Job. Und da kommen dann auch die Sorge, Nöte, Ängste auch bei uns hoch, stecke ich mich im Dienst an, trage ich das mit nach Hause, also fällt eigentlich diese wichtige Säule auch ein Stück weit weg, und so ist dann das hauptamtliche Personal wirklich auf sich gestellt. Und während im ersten Lockdown die, wie ich finde, ruhigste Zeit im Rettungsdienst ever war, also wir konnten wirklich Nächte durchschlafen im Dienst, das war wirklich Geld verdienen im Schlaf, sowas hatte ich noch nie in Augsburg, das war wirklich ein Wahnsinn, haben wir im Lockdown light gemerkt, was es bedeutet, 12 Stunden oder 14 Stunden durchzufahren, weil das Klinikum Augsburg nicht mehr aufnimmt, weil andere Kliniken voll sind und nicht mehr aufnehmen und wir teilweise Patientinnen mit ja, kleineren Krankheitsbildern nach München fahren mussten oder nach Ulm. Das heißt, wir haben wirklich Strecken zurückgelegt. Das war Wahnsinn. Also dieser Lockdown Light hat unsere Arbeit nochmal deutlich verschärft. Ich sag mal, auch die Arbeit mit den Patientinnen hat sich verändert. Und das trifft auch uns irgendwo auf eine sehr persönliche Ebene. Während es normal war, dass man mal eine Hand auf die Schulter gelegt hat, sich zum Patienten dazugesetzt hat auf die Couch, fehlt dieser persönliche Kontakt sehr. Maske, Abstand, keine menschliche Distanz ist da. Dieses Gefühl ist ganz, ganz schwierig rüberzubringen, auch zu trösten. Gerade bei Einsätzen mit Kindern ist das nochmal eine Herausforderung, da auch eine Nähe aufzubauen. Und das schmerzt auch uns, und das, ja, denke ich, kann jetzt die Politik natürlich nicht wegzaubern, aber wir müssen drüber sprechen, weil das auch irgendwo ein Gefühl ist, das bei uns jeden Tag mitschwingt. Aber auch das Gefühl der Angst, man könnte Corona mit nach Hause nehmen. Denn man hat dennoch mit Distanz eine sehr enge Beziehung mit den Patientinnen. Im Rettungswagen sitzen wir hinten mit drinnen. 1,5 Meter Abstand ist da selten der Fall. Und wenn das dann noch ein Krankheitsbild ist, das sowieso schon auf die Lunge geht, dann hat auch unser Patient keine Maske auf. Das geht einfach nicht. Das heißt, wir müssen uns bestmöglich schützen. Das ist auch eine Belastung, aber auch ein Schutz. Wenn man mit dem vollen Equipment in den 4. Stock hochgeht, dann brauche ich erstmal ein Sauerstoffzelt, wenn ich oben bin. Und zur Not dann noch eine Patientin mit runtertragen muss, ist das natürlich auch nochmal eine Belastung körperlich, die ganz neu ist, die jetzt aber auch wesentlich gehäufter kommt. Und die große Herausforderung im Rettungsdienst, merken wir jetzt wirklich, ist der Knackpunkt Personal, ist der Knackpunkt Verfügbarkeit, Planung ist ganz, ganz wichtig. Wie setzen wir das Personal ein? Wie gehen wir auch mit so einer pandemischen Lage um? Das hat auch uns komplett überrollt. Es hieß am Anfang, fahrt alle Patientinnen ins Krankenhaus, nimmt sie raus aus der Familie. Jetzt ist eher das Credo, schaut, macht eine Triage schon vor Ort, brauchen sie das Krankenhaus nicht, dann lasst sie lieber zu Hause, weil wir müssen isolieren. Das heißt, wir sind auch da noch ein Stück weit im Experimentieren, unseren Weg zu finden. Die Impfungen laufen bei uns,
Das ist das einzige Gute. Ich sage mal so grob 80 bis 85% sind bei uns schon geimpft, die auch wollten. Wir hatten eine sehr, sehr hohe Impfquote bei den Kolleginnen und Kollegen. Da gab es ja auch Presseberichte, die gesagt haben, da ist es sehr, sehr zurückhaltend. Das kann ich jetzt so gar nicht bestätigen. Das ist sehr gut. Für ja, die Zukunft, auch im Rettungsdienst, wünschen wir uns, denke ich, einfach diese Wertschätzung in Form der Beachtung, dass man wirklich sieht, wo sind die Stellschrauben, die die Politik drehen muss. Und das ist ganz, ganz entscheidend, was die Rettungsdienstplanung angeht. Das ist ganz, ganz viel Landesebene. Deswegen ist es schön, dass auch die Katar da ist. Denn hier werden einfach die Pläne erstellt. Wo steht ein Rettungswagen? Wie lange ist der besetzt? Es kann nicht sein, dass ich in der Krise von jetzt auf gleich 4 neue Rettungswagen aus dem Boden stampfen muss, nur was die Krankenversicherung und die KVB sagt. Und 2 Wochen später sagt man, oh nee, das sind ja Kosten, wir stampfen es wieder ein. Also wir brauchen dann auch eine Sicherheit aus dem Rettungsdienst raus und natürlich ein starkes Ehrenamt und motivierte neue Menschen auch bei uns, die Bock haben, diesen Job zu machen und die dann auch bleiben und nicht nach ein paar Jahren gehen. Aktuell fährt immer eine Angst mit. Das Coronavirus ist nicht sichtbar, ist aber irgendwo immer omnipräsent. Ich hoffe, dass wir stark durch diese Krise noch gehen, dass wir da noch mal ordentlich zusammenhalten und dass wir dann nach einer Bundestagswahl, lieber Daniel, dann auch den Rettungsdienst und die Hilfsorganisationen mal richtig anpacken und da die Modernisierung mit sich bringen, die es endlich braucht. Vielen Dank, lieber Stefan. Eine Nachfrage, diese Personalproblematik, die du geschildert hast, gab sie denn schon vor der Corona-Krise und hat sich jetzt nur verschärft oder aus, woraus resultiert die jetzt aktuell? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was sagen. Und die zweite Frage, die ich habe, schließe ich gleich noch an. Kam es denn auch dazu, dass ihr euch angesteckt habt, teilweise Kolleginnen und Kollegen mit Covid aufgrund eures Dienstes, Einsatzes? Und falls ja, wie reagiert da euer Arbeitgeber? Also ich fange gleich mal mit der zweiten Frage an, die ist ganz schnell beantwortet. Ja, es gab Ansteckungen, auch bei uns auf der Wache im näheren Umfeld. Das ist sehr, sehr tragisch auch teilweise gewesen, weil wir auch da diese Long-Covid-Folgen jetzt einfach sehen, auch bei uns im Dienst. Die sind immer noch nicht fit für den Dienst und der Rettungsdienst ist einfach körperlich anstrengend. Das heißt, die sind teilweise noch zu Hause, teilweise wieder mit dem Dienst. Wir haben dann auch immer wieder Versorgungsfahrten gemacht, dass wir bei Kolleginnen und Kollegen zu Hause vorbeigefahren sind, eine Kiste mit Einkäufen hingestellt haben. Na, in Quarantäne kommt man nicht raus. Also wir haben auch zusammengehalten. Aber für uns war das schon immer irgendwo so ein Einschlag, sehr, sehr nah. Jetzt ist wieder jemand positiv getestet worden. Und gleichzeitig, oh Gott, hoffentlich habe ich nicht. Wir hatten immer Testmöglichkeiten bei uns, dass wir nach Augsburg ins Testzentrum fahren konnten. Wir hatten auch eine Zeit lang die Antigen-Tests an den Wachen, haben jetzt die Schnelltests an die Wachen. Also die Möglichkeit besteht. Und zum Personal. Das Personal im Rettungsdienst kennt 2 Extreme. Sehr, sehr jung und sehr nah Richtung Rente oder Altersteilzeit. Und gerade unsere Kolleginnen und Kollegen Richtung Altersteilzeit sagen, naja, jetzt mit Covid ziehe ich mich dann doch eher zurück. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd, dass ich jetzt da auf die letzten Jahre mich mit Covid noch anstecke und damit dann noch Langzeitfolgen habe. Das heißt, hier brechen Leute früher weg, aber sie kommen nicht in derselben Geschwindigkeit nach. Und das ist das Problem. Das hat man schon vor Jahren verschustert, wirklich für viel Nachwuchs zu sorgen, gerade auch in den Ausbildungen. Aktuell werden auch wieder Ausbildungsplätze beschränkt in der Anzahl, also wieder gekürzt, weil die Kassen das nicht zahlen. So kriege ich einen Rettungsdienst nicht fit. Nathan, schaltest du die Kata noch auf? Genau. Kata, hast du noch eine Nachfrage? Erstmal nicht. Stefan, vielen Dank für den Einblick schon mal. Anja, wenn sich, ich sehe das nicht, wenn sich im Chat jemand zu Wort meldet, dann gibst du uns am besten auch ein Zeichen. Ist jetzt noch nicht der Fall. Alles gut. Okay, dann würde ich jetzt mal die Bergwacht mit dazu nehmen, die ja auch ein Stück weit ja auch diese Rettungsleistung anbietet in einer schwierigen Umgebung, schwierigen Terrain. Heute Abend bei uns mit dabei der Martin Ebert
von der Kaufbeurer Bergwacht, die gemeinsam mit der Bereitschaft Füssen die Dienstmannschaft in den Füssener Alpen stellt. Also du musst mich berichtigen, Martin, wenn ich jetzt hier was Falsches erzähle. Lieber Martin, aber schön, dass du auch heute Abend bei uns mit dabei bist. Ja, wie läuft es bei euch denn so? Es heißt ja, dass die Alpen aktuell von BesucherInnen überrollt werden oder zumindest wurden. Wie schaut es denn da bei euch aus, einsatztechnisch? Also vielleicht ganz kurz vorab, damit das wissen viele nicht, Bergwacht ist ja im Prinzip Rettungsdienst im alpinen Gelände, also deckt sich jetzt vieles vielleicht mit dem Stefan. Anderes ist natürlich dann wieder komplett anders, weil wir ja diese technische Rettung da noch ein bisschen mit drin haben. Aber ansonsten ist es im Prinzip Rettungsdienst mit ein paar Sonderfällen. Also ich selber bin in Kaufbeuren seit über 20 Jahren bei der Bergwacht und wir arbeiten eben mit Füssen zusammen. Das ist so eine komische Sondersituation, weil Kaufbeuren hat ja Berge jetzt nicht so viel. Aber das ist so eine Dienstgemeinschaft, das seit Jahren super funktioniert. Ansonsten, wie geht es uns? Ja, vieles deckt sich da jetzt wirklich mit Stefan. Am Anfang, dieser erste Lockdown, der war wirklich Wahnsinn. Da war gar nichts. Also auch Alpenverein und auch so hat ja dann Werbung gemacht, dass man eben daheim bleiben soll. Die Leute haben sich wirklich sehr gut dran gehalten oder haben halt nur kleine Sachen gemacht. Im Sommer haben wir die Zahlen, die wir da nicht hatten, wieder aufgeholt. Also so Einsatzzahlen. Und man muss auch sagen, dieser Outdoor-Trend momentan, der war ja vorher schon da und jetzt mit Corona noch stärker geworden. Wobei man natürlich ehrlich sagen muss, es ist ja super, wenn die Leute rausgehen. Gibt ja fast nichts Schöneres. Von dem her möchte ich das gar nicht so verteufeln und der Winter war jetzt erstaunlicherweise gemäßigt. Also der große Ansturm, den oft man befürchtet hat, war jetzt so gar nicht da. Gibt es keine große Erklärung. Gut, die Skigebiete waren zu. Das ist natürlich im Winter bei der Bergwacht das Hauptgeschäft. Klar, die Skiunfälle auf den Pisten. Ansonsten kann man jetzt sagen, war die Zahlen jetzt nicht so dramatisch schlimm. Ja. Ansonsten Einsatzgeschehen, klar, wie im Rettungsdienst. Das Corona hat natürlich alles durcheinander geworfen, hat die ganze Organisation umstellen müssen. Man hat halt versucht, die Dienstgruppen im Einsatz möglichst klein zu halten, dass nicht so viele Leute auf einem Haufen sind. Dass man halt versucht hat, hier die Kontakte möglichst auch untereinander klein zu halten. Für uns das größere Problem ist die Übungen, die wegfallen. Ja, also das Einsatzgeschehen, das kann man handeln, da kann man organisieren, das geht so einigermaßen. Aber dadurch, dass wir alle ehrenamtlich sind, ist für uns eigentlich so das Übungsszenario schon wichtige Sache. Wir arbeiten ja viel mit anderen Veranstaltern oder mit anderen Rettungsdiensten zusammen. Also ganz massiv natürlich die Hubschrauberbetreiber, die natürlich ihre Standards verlangen. Und die Bergwacht hat ja schon seit ewiger Zeit dieses Simulationszentrum in Bad Tölz. Also jede Rettungskraft bei der Bergwacht muss ja, was Luftrettung angeht, also Hubschrauberrettung, eine Simulationstraining einmal im Jahr durchlaufen. Und das war natürlich jetzt schon ein Problem, das zu handeln, dass da wirklich jede Einsatzkraft das auch macht. Ja. Hat man dann auch versucht hinzukriegen durch Sonderschichten, dass man mit halber Anzahl gearbeitet hat und so. Also im Prinzip hat man es dann schon so einigermaßen hingekriegt. Das ist schon machbar gewesen. Ansonsten ist halt viel, also was bei vielen diesen Sachen immer auffällt, ist halt, dass man die Leute kennt im Rettungsdienst oder im Katastrophenschutz, wenn wir das jetzt mal größer machen, was die Katja vorhin schon gesagt hat, es geht darum, man muss die Leute einfach kennen. Ja, es gibt so diesen Spruch, bei den Katastrophenschutz in den Krisen muss ich Köpfe kennen. Und das ist sowas, das läuft eigentlich gerade mit den Ehrenamtlichen so auf inoffiziell eigentlich sehr gut. Und das, denke ich, wäre jetzt schon so eine Geschichte von der Politik, dass man da noch Strukturen schafft, Möglichkeiten schafft, Anreize schafft oder Angebote, dass die Leute jetzt von Feuerwehr, THW, auch auf den unteren Ebenen oder so, die Möglichkeiten haben, da gut zusammenzukommen. Das, denke ich, wäre so eine ganz wichtige Sache, was so unter der Hand informell bei den Leuten eigentlich ganz gut läuft. Aber da ist nach oben natürlich immer Luft. Ansonsten, ob die Berge überrannt werden, das ist eine schwierige Sache. Natürlich, an manchen Hotspots geht es drunter und drüber, klar. Das ist so, da müsste man schon Strukturen schaffen. Das ist ja in diesem Ganzen, da sind wir jetzt eigentlich schon wieder dann beim Thema Tourismus, Freizeitgesellschaft.
Und da ist die Frage halt, wie kann man sowas steuern, wie kann man sowas schützen? Ja, aber dann kommen wir jetzt wieder vom Rettungsdienst komplett weg in ein anderes Thema. Aber da sehen wir halt diese Überschneidung. Und dann denke ich, wäre schon Bedarf da, dass man da Regelungen schafft. Wie kann ich Besucherströme steuern? Wie kann ich den Leuten Angebote schaffen und andererseits bestimmte Sachen schützen? Ja, aber wie gesagt, das ist so ein Thema für sich, das wir halt jetzt in der Bergwacht manchmal schon sehen, wenn wir halt da wirklich vor Ort bei sowas mit dabei sind. Genau. Katja hat eine Frage. Ja. Da habe ich jetzt eine Frage, Martin, weil ich wollte euch in der Bergwacht schon zweimal besuchen und jedes Mal ist meine Blaulichttour wegen Corona ins Wasser gefallen. Okay. Aber gut, dass ich dich jetzt gleich hier habe, dann hätte ich zwei kurze Fragen. Du hast das Thema Übungen angesprochen. Mhm. Ich habe jetzt über die Feuerwehr mitbekommen, dass dieses ganze Thema Virtual Reality Ausbildung in anderen Ländern, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, schon super weit verbreitet ist. Einfach auch unter dem Aspekt, alle wissen, man muss sich irgendwann auch mal treffen, weil gerade im Katastrophenschutz und im Rettungsdienst bist du aufeinander, musst du einander kennen, ja, da muss man sich ja blind vertrauen in dem Moment, aber dass natürlich gerade, wenn man Ehrenamtliche hat, dieses eine Woche Schulung, irgendwo hinfahren, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, keine Ahnung, man hat vielleicht kleine Kinder oder man hat noch was anderes zu tun, oft eine Hürde ist und dass da diese Idee von, ich kann, egal ob ich 12 Uhr in der Nacht es mache oder mal am Morgen um 9, ein paar Kurse auch virtuell machen, um dann zur großen Übung wieder zusammenzukommen, hat wohl, meine Informationen, bitte, ihr seid die Expertinnen und Experten, verbessert mich, großen Erfolg. Das heißt, ich wollte mal fragen, weil du gemeint hast, ihr habt einen Flugsimulator, ist es bei der Bergwacht schon breiter vorhanden oder würdest du sagen, wo in dem Bereich könnte man noch mehr machen? Und die zweite Frage ist, Thema Ehrenamt, du hast gemeint, es geht immer über informelle Kreise. Habe ich das richtig verstanden, dass die Bergwacht an sich im Moment noch kein Ehrenamts- oder Nachwuchsproblem hat, weil ihr seid ja, würde ich auch sagen, ein bisschen special. Mhm. Also so, wer, glaube ich, nicht gerne in die Berge geht, wird halt dann eher, vielleicht beim Stefan, Rettungssanitäter, aber wird dann nicht immer die Berge hoch und runter rennen. Also es hat ja ein gewisses Klientel. Würdest du sagen, dass ihr da eigentlich ganz gut abgedeckt seid oder dass auch die Bergwacht, wenn man es jetzt ein bisschen langfristig denkt, irgendwann an Personalkapazitätsuntergrenzen kommt? Fangen wir mit dem Letzten an. Also Nachwuchsprobleme, dass wir keine haben, kann man jetzt nicht behaupten. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, bei der Bergwacht, interessanterweise ist irgendwann der Reiz so da, dass da doch immer wieder doch genügend junge Leute kommen. Also nach oben ist immer Luft, klar, natürlich, aber richtig beschweren über Mangel können wir uns definitiv nicht. Ja, das auf jeden Fall. Liegt vielleicht auch an der speziellen Situation, dass die Bergwacht schon so einen besonderen Reiz hat, so mit Berge und die Kombination. Das denke ich schon, dass das mit was ausmacht, ja, auf jeden Fall. Ansonsten mit dem Reality, also das mit dem Flugsimulator, das ist so, das ist tatsächlich ein Hubschrauber, der in der Halle an den Seilen rumfliegt. Ja? Also das ist schon real, echt. Ja? Liegt ganz einfach dran, ich muss ja diese Hubschraubermanöver wirklich tatsächlich üben, auch live üben. Nur mit dem echten Hubschrauber ist es erstens mal nicht ganz ungefährlich, zweitens natürlich auch eine Kostenfrage. Ich kriege einfach die Leute nicht her. Also es gibt schon teilweise Realübungen, auch die sind notwendig und werden auch verlangt, aber diesen Simulator bei Tölz, also das ist wie die ganz riesengroße Halle, also muss man sich unbedingt mal angucken, ist wirklich cool zum Zugucken, wo übrigens auch andere Rettungsorganisationen mitüben, nicht nur die Bergwacht. Die Bergwacht hat es mal initiiert und gebaut und betreibt es, aber andere, auch Polizei und Feuerwehr, üben da auch. Und da fliegen zwei Hubschrauberzellen an dem Kran durch die Gegend und man kann eigentlich jede Manöver im Prinzip eines Hubschraubers nachspielen. Und deshalb beliebig oft. Also das ist mit Simulator gemeint, das ist schon real, das Ding. Ansonsten gibt es, wie das, denke ich, glaube ich, jetzt schon viele auch haben, schon Anfänge, dass übers Internet so Übungsplattformen da sind. Das ist jetzt wie eine Übung, sondern eher so dieses theoretische Wissen, das da dokumentiert und aber auch zum Üben und zum Wiederholen gedacht ist. Ja, also sowas gibt es schon. Und da, denke ich, wird es auch weiterhin hingehen. Wobei, wie du schon gesagt hast, das ist eine Ergänzung. Ja, und die, denke ich, macht auch Sinn,
um da einfach ja, manche Sachen einsparen zu können, auf jeden Fall. Vielen Dank, Martin, für den Einblick. Anja, wie schaut es aus? Haben wir Fragen vom Publikum? Eine Wortmeldung von Maximilian Knapp. Herr Knapp, Maxi, bitte. So, jetzt muss ich hören sein. Ja, hallo zusammen. Ich bin auch bei der Bergwacht, bei einer Bergwacht in den Mittelgebirgen in der Oberpfalz. Was ich auch sagen kann, ist, wir hatten einen deutlichen Einsatzanstieg im vergangenen Jahr, im Corona-Jahr, was eindeutig auch auf die verstärkte Outdoor-Aktivität zurückzuführen ist natürlich und die Leute kaum reisen konnten, also Unfälle, die vielleicht ansonsten, ich weiß nicht, im Himalaya passiert wären oder ich weiß, sie sind dann einfach bei uns auf der grünen Wiese passiert. Ne? Und ja, der Einsatzanstieg war auch mehr als das Doppelte, vor allem auch unter der Woche, was bei uns jetzt halt in unserem Bereich, wo wir einfach nicht so viele Einsätze haben im Normalfall, sondern auch manchmal zu Problemen geführt hat. Man hat eine gewisse Stammmannschaft an, ja, eine Handvoll Leute, die eigentlich immer da sind, die auch schnell ausrücken können. Aber wenn die einfach mal nicht verfügbar sind, dann schaut es schon öfter mal recht schnell schwarz aus. Ja, dann, man kann schon Fahrzeuge besetzen, aber es dauert dann halt doch mal 10, 20 Minuten länger. Und das ist so ein Problem, das sich, denke ich, perspektivisch auch verschärfen wird. Also einen Personalmangel direkt, den haben wir hier auch nicht, weil das ist einfach Klettern, Skifahren, da gibt es viel Nachwuchs, das wollen viele machen. Der Alpenverein wird ja auch überrannt mit Kletterkursen und alle, die nicht zum Alpenverein kommen, die kommen dann drauf, ach, Bergwacht gibt es ja auch noch. Das ist tatsächlich so. Also da haben wir auch Jugendgruppe oder sowas, die beim Alpenverein nicht reinkommen, denn die kommen dann auf uns zu. Das ist jetzt nicht so das Problem, also absolut quasi, dass da ein Mangel bestehen würde. Es ist eher die Problematik einfach Tagesalarmsicherheit unter der Woche. Wer ist noch da quasi und kann schnell und zuverlässig auch Fahrzeuge besetzen? Ja, vielen, vielen Dank an euch drei für diese Einblicke. Das war jetzt wirklich hochspannend. Martin, Stefan, Herr Knapp, Dankeschön. Wenn euch jetzt noch im weiteren Verlauf was einfällt, meldet euch bitte gerne nochmal zu Wort. Ansonsten würden wir jetzt vom Rettungsdienst zu den FeuerwehrlerInnen kommen. Und auch hier haben wir einen schwer engagierten Gast aus dem Landkreis Freising. Er ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Eching, dritter Bürgermeister in Eching und ebenfalls Bundestagskandidat, lieber Leon Eckert. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Wie läuft es bei euch FeuerwehrlerInnen? Den Leon hören wir noch nicht. Ah, hört ihr mich jetzt? Jetzt. Ja, ich habe den Willi mitgenommen aus Pfaffenhofen. Der wird mit mir das Thema ein bisschen oder die paar Schlaglichter, die wir aufbereitet haben, präsentieren. Ja, wie gesagt, ich bin bei der Feuerwehr. Ist für mich so ein schöner Kontrast zu dem, was ich sonst mache. Und der Willi ergänzt da sicher, weil jeder ja auch so einen ganz eigenen Blick hat und eine eigene Feuerwehr. Und als Kommunalreferent habe ich auch recht viel mit Feuerwehrbedarfsplänen zu tun, weil sich viele bei mir melden aus ganz Bayern, Stadträte, Gemeinderäte. Wenn das Thema in den Rat kommt, da ist viel Beratungsbedarf oder Wissensandrang auf jeden Fall da. Zum Thema Corona, also was sich bei uns sehr stark geändert hat, ist, dass die Übungen erstmal ausgefallen sind und dann total digital wurden. Wir haben jetzt sehr viele Zoom-Übungen gehabt und jetzt seit dieser Woche geht es wieder physisch los. Ich hatte Leistungsabzeichen am Montag und gestern Gruppenübungen, also in Kleingruppen fangen wir jetzt wieder an. Das ist eigentlich ganz positiv, diese Zoom-Übungen, weil das total entspannter war. So viele Montagsübungen habe ich noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil man einfach viel flexibler sich den Abend einteilen kann. Und der Wasserverbrauch wird sich auch in Grenzen halten, oder? Ja, das ist, glaube ich, das Zweite, was so ein bisschen schon an die Substanz geht. Wir haben eigentlich 150 Jahre Jubiläum jetzt im nächsten Monat gehabt. Das fällt jetzt aus.
es ist schon so, dass er auch ein Teil ist, mit den Kameraden, Kameradinnen mal zu reden nach der Übung und sich auszutauschen, ist ja auch, also ich finde es immer sehr wertvoll, weil die Leute ja mit einem den Ort ja so gut kennen wie kaum einer. Das geht mir schon ab. Auch diese Trainingsgruppen, das ist alles so husch husch und dann wieder auseinander, das finde ich schon ein bisschen schade und das kann Zoom nicht so ganz ersetzen, so ein Stammtisch im Stüberl. Ja, sonst, wir haben noch zwei kleine Themen rausgesucht. Vielleicht, Willi, wenn du noch kurz deinen Corona-Einblick gibst, dann können wir da noch reingehen, ja. Sehr gerne. Bei Corona ist wirklich ganz unterschiedlich und man kann es leider nicht generell auf die Feuerwehren, aufs ganze Land ausbreiten, dass es überall gleich wäre. Das sieht man schon daran, zum Beispiel an dem Thema Masken. Manche Feuerwehren haben sehr schnell Masken bekommen, andere mussten warten. Auch das Thema Übungen. Es hat gerade geheißen, Leon hat super dargestellt, und es kam ja auch vom Stefan, die Sicherheit, die muss gewährleistet sein und das war ganz unterschiedlich. Es gab Feuerwehren, die konnten gar nicht üben, weil sie gar keine Zoom, Jitsi oder sonstige Plattformlizenz haben, weil es auch die Gemeindeverwaltung gar nicht so schnell zur Verfügung stellen konnte. Oder weil die Notwendigkeit auch von der Feuerwehr nicht gesehen worden ist. Und dementsprechend ist jetzt der Ausbildungsstand gerade im letzten Jahr sehr unterschiedlich gewesen im ganzen Land. Ich habe mir gerade jetzt die Bayernkarte nochmal angeschaut von den Feuerwehren, wo ich es weiß. Deswegen gucke ich so nach hinten. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Es gab Leute, die haben gar nicht geübt. Und das ist jetzt ein Problem. Seit diesem Jahr gab es jetzt, Gott sei Dank, seit 2021 wieder die Genehmigung. Da haben sich alle Kreisbrandräte zusammengeschlossen und haben gesagt, es darf wieder geübt werden in Kleingruppen. Es darf wieder geübt werden, möglichst draußen. Wir haben nur ein Problem. Die Kleingruppen sind natürlich nicht immer die, die im Einsatz dann zusammenarbeiten, sondern das sind ja dann Zusammenmischung von ganz verschiedenen Gruppen. Und wenn die sich nicht mehr hundertprozentig kennen, wenn die Abstimmung nicht mehr da ist, wie jeder Handgriff ist, dann kann es natürlich sein, dass das im Einsatzfall ein bisschen mehr Zeit bedeutet. Und das wissen wir, Feuerwehr, da geht es wirklich um jede Sekunde, wie auch bei der Polizei, wie auch im Rettungsdienst und nachher dann auch beim technischen Hilfswerk. Da will ich überhaupt keine Abrede stellen. Aber wir haben das große Thema, da geht es um Menschenleben. Und dort müssen die Handgriffe einfach sitzen und die müssen bei allen Personen in einer Wehr. Und da gebe ich natürlich jetzt auch Martin vollkommen recht, auch die Hilfsorganisationen untereinander. Da müssen die Handgriffe einfach sitzen. Da muss man wissen, was macht das Rote Kreuz? Wie soll man sein Feuerwehrauto hinstellen, damit das BRK zum Beispiel ideal dann den RTW, den Rettungswagen dementsprechend auch parken kann. Und das sind Sachen, das geht natürlich nur miteinander. Das muss man üben und das ist ein bisschen, ja, in der Corona-Zeit jetzt leider etwas untergegangen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also da könnte man noch lernen. Und jetzt kommt natürlich das Nächste, die Tests, sie sind vorhanden. Daniel, du hast es angesprochen, bei der Polizei. Und Katharina, du hast es natürlich auch gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Feuerwehren mittlerweile mit Tests ausgestattet sind, wie viel vor der Übung testen. Meine Vermutung, ich kann jetzt wieder nur von mehreren Feuerwehren sprechen, die mir so bekannt sind, wo ich nochmal nachgefragt habe, bei großen Stützpunkten, also wenn es wirklich um Kreisstädte geht, die haben teilweise Tests bekommen von ihren BürgermeisterInnen, teilweise kleinere Kommunen nicht. Und da haben wir natürlich das nächste Problem, wenn dann eine ganze Gruppe ausfällt oder vielleicht sogar ein großer Teil der Feuerwehr ausfallen würde, weil sie Kontaktpersonen zueinander wären, dann hätten wir generell ein Problem. Und deswegen kann ich da nur an die Politik appellieren, da die Feuerwehren dementsprechend auch auszustatten. Und das zweite Thema, das ist natürlich wieder so eine Sache, die Hochstufung, dass die Feuerwehr sehr dankbar, dass sie hochgestuft worden ist in der Impfreihenfolge, wie natürlich auch die anderen. Nur
da hat man natürlich gesagt, okay, alle Feuerwehrler können wir jetzt nicht hochstufen. Welche Feuerwehrler sind jetzt einsatzrelevant, die wir von der Prio-Gruppe 3 in die Prio-Gruppe 2 ziehen? Machen wir jetzt nur die Artenschutzgeräteträger? Machen wir jetzt nur die Maschinisten? Auch das ist natürlich was, da würden wir uns natürlich freuen, wenn es einheitlich wäre, weil man kann dann nicht unterscheiden und sagen, ach, der Feuerwehrler, der ist im letzten halben Jahr nur 4-mal gekommen, der andere kam 8-mal, also der mit 8 Einsätzen oder 8 Übungen, der kriegt jetzt eine Impfung und der mit 4 nicht. Weil im Einsatzfall brauche ich jeden und jede. Willi Leon, könnt ihr uns bitte ganz kurz erklären, also ich kann mir da überhaupt nichts darunter vorstellen, wie man eine Feuerwehrübung via Zoom macht. Also wie geht das technisch? Wie läuft das? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht sagt ihr das mal ganz kurz für uns Nicht-Feuerwehrler. Ja, Theorieschulung. Okay. Also Stoff. Aber aus meiner Erfahrung, wenn angesagt wird, die nächste Montagsübung ist nur Theorie, dann ist doch meistens dünn. Aber im Zoom war die Teilnahme dann doch besser, weil dann ist irgendwie angenehmer zu Hause. Also ich habe es auch sehr viel gerne oder lieber gemacht digital als dann die Theorieschulung im Feuerwehrhaus. Ja, Willi hat ja die aktuelle Gesundheitssituation oder gucken, dass die Einsatzkräfte gesund bleiben, dargestellt. Und wir schreiben ja oder wir recherchieren und schreiben an so kleinen Positionen. Und ich denke, diese Corona-Pandemie ist deswegen ganz interessant, weil man da ja nochmal genauer auch hingucken kann, wie das mit den mit der Gesundheit der Rettungskräfte insgesamt ist. Es ist ja nicht nur jetzt die Pandemie, sondern es ist generell so, dass man das ja auch so ein bisschen nicht immer auf dem Schirm hat. Psychische Gesundheit zum Beispiel, das Nachbesprechen von Einsätzen. Da ist zum Beispiel das Konzept schon recht, ja, besteht jetzt, glaube ich, seit 10, 15 Jahren, ist da auch nicht weiterentwickelt worden. Da wollen wir nochmal reingucken. Auch zum Beispiel, die Atemschutzgeräteträger sind immer voll vorne dabei, sind unter Vollatmung, aber der Kommandant, der dann daneben steht, ohne Atemschutz und anleitet, der saugt sich dann wahrscheinlich schon auch den ein oder anderen Ruß sozusagen da rein. Also da die Maske, die FFP2-Maske oder die Schutzmaske, die man jetzt ja wegen der Pandemie trägt, dass man da guckt, vielleicht ist die auch was für den Brandeinsatz, um sich vor solchen Partikeln langfristig zu schützen. Also das fände ich schon noch mal eine Chance, dass man hier den Fokus auf die Gesundheit der Rettungskräfte insgesamt legt und da noch mal guckt, was kann man denn aus der Pandemie auch mitnehmen, was man beibehält, damit die Leute, die ehrenamtlicher zum großen Teil da im Einsatz sind, gesundheitliche Risiken nicht mehr eingehen müssen, die nach aktuellem Stand der Forschung auch nicht eingegangen werden müssen. Also mit Katha haben wir ja die Anfrage da konzipiert zu den Feuerwehrhäusern, dass die Abgasabsaugeinrichtungen auch tatsächlich mal in jedes Feuerwehrhaus kommen. Ich kenne es aus meiner eigenen Gemeinde. Da ziehen sich die Kameraden in der Ortsteilfeuerwehr, Kameradinnen im Abgas immer noch um. Das ist eigentlich nicht mehr das, was so Stand der Technik ist, würde ich mal sagen, und auch nicht mehr notwendig immer. Ja. Vielen Dank für den Einblick, Leon, Willi. Also was ich auch mitnehme, ist die Geschichte mit dem Testen. Da sind natürlich auch die Gemeinden gefordert. Da denkt man jetzt im ersten Moment gar nicht dran. Leon, du bist dritter Bürgermeister, ich bin zweiter Bürgermeister. Das können wir dann direkt auch mal mit zum Bürgermeisterstuhl fix nehmen. Aber vielen Dank für den Hinweis, Willi. Das ist auf alle Fälle eine wichtige Sache. So, Anja, ich glaube, wir haben zwei Wortmeldungen noch. Ja, genau. Wir freuen uns, dass der Kreisbrandrat vom Ostallgäu, der Markus Bahnsteiner, dabei ist. Den wird als erstes dazu nehmen. So, jetzt dürfte ich mit dabei sein. Ja, schönen guten Abend erstmal von meiner Seite. Ja, ich bin der Markus Bahnsteiner, der zuständige Kreisbrandrat für die Feuerwehren im Landkreis Ostallgäu. Wir sind 100 Feuerwehren an der Zahl und wir haben auch das vergangene Pandemiejahr unterschiedlich natürlich erleben können. Die beiden Vorredner haben es ja, denke ich, schon ganz gut geschildert, die ganzen Problemstellungen, die wir hatten. Zunächst natürlich, wie gehen wir insgesamt bei Einsätzen in der Pandemie um? Es war natürlich ein komplett neues Themenfeld. Wie schützen wir uns bei Einsätzen?
zunächst das große Problem der Eigenschutz, keine Masken zur Verfügung. Aber wir konnten da bei uns zumindest im Landkreis dann doch relativ zügig über das Landratsamt entsprechende Schutzausrüstung an die Feuerwehren verteilen. Wir haben uns da sehr bemüht drum, weil der Eigenschutz geht erstmal vor. Wir hatten die Angst, wenn Feuerwehrmänner und Frauen alarmiert werden und haben keine Schutzmaske, dass irgendwann die Familien sagen, ihr fahrt nicht mehr zum Einsatzdienst, weil die Gesundheit der ganzen Familie geht natürlich vor. Das waren so die Herausforderungen der ersten Monate, aber natürlich das schwierige Thema Auswahl der Übungen wurde zunächst nicht ganz so gesehen, weil Feuerwehrdienst ist ja eine Lebensaufgabe und wenn man da mal 3 Monate vielleicht nicht üben kann, ja gut, okay, das kann man kompensieren. Umso länger natürlich die Pandemie jetzt ging, war es natürlich schon ein großes Bedürfnis, einfach wieder den Ausbildungsbetrieb aufzunehmen. Und so konnten wir gerade in den Sommermonaten vielleicht ja schon wieder mal die Gruppenübungen machen, auch wenn es nur Kleingruppen waren, aber man hat sich wieder getroffen. Aber jetzt gerade über Herbst und jetzt im Frühjahr war natürlich wirklich ein Thema Online-Übungen. Wie funktioniert das? Klar, wir haben alle Möglichkeiten, Teams, Zoom und so weiter. Aber viele unserer Feuerwehrleute sind natürlich auch gar nicht bereit, sowas zu machen. Wir haben mit 5.500 Aktiven natürlich die ganze Bevölkerung mit dabei, von jung bis alt. Und so war das ganz unterschiedlich, wie das in den Feuerwehren so gehandhabt wurde. Und manche haben ganz erfolgreich Online-Übungen durchgeführt. Bei anderen ja, war es dann eher einfach Sendepause. Grundsätzlich, weil es ganz zu Beginn mal angesprochen wurde, Online-Übungen sind ganz okay. Man kann vielleicht das ein oder andere theoretische Wissen hier vielleicht unkompliziert auch mal ortsunabhängig weiterbringen. Aber gerade in der Feuerwehrausbildung sind wir die vergangenen Jahre eigentlich den Weg gegangen, eher handlungsorientiert auszubilden. Wir haben geschaut, dass wir viel mehr Praxis mit reinbringen, haben auch ganz tolle Ausbildungsmöglichkeiten an den Feuerwehrschulen in Bayern zum Beispiel und so weiter. Darum müssen wir da irgendwie jetzt einen Spagat finden. Natürlich, wir haben gesehen, es geht auch viel mehr ohne Präsenz, aber ganz wegfallen darf es natürlich nicht. Und ja, der Austausch untereinander, wie wir bei der Feuerwehr sagen, die Kameradschaftspflege, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen wissen, mit wem wir durchs Feuer gehen. Wir müssen uns blind auf den anderen verlassen können. Und da gehört einfach auch das ein oder andere zwischenmenschliche Gespräch vor, während und nach den Übungen und Ausbildungen mit dazu. Und das ist wirklich ein großer Faktor, wo unsere Führungskräfte alle jetzt bemängelt haben und gesagt haben, es ist sehr schade, dass wir die Leute nicht mehr bei uns haben. Und viele fürchten natürlich vielleicht auch einen Wegfall, dass es dem einen oder anderen gemütlich werden kann. Der dann sagt, oh ja, ohne Feuerwehr geht es ja auch. Und das ist die große Herausforderung jetzt, wenn es vielleicht dann mal wieder besser wird und normal wird, dass wir wirklich schauen, dass wir unsere Leute wieder mobilisieren können, damit wir hier keinen großen Mitgliederschwund bekommen. Mir selber ist es momentan nicht Angst und Bange, aber trotzdem, die Gefahr ist da. Angesprochen wurde noch Testen und Impfen. Beim Impfen hätte ich mir natürlich sehr gerne gewünscht, dass die Feuerwehrdienstleistenden höher gestuft werden, gleich zu Beginn von der Priorität. Mit großem Nachdruck, auch über den Landesfeuerwehrverband, haben wir jetzt ja die Priorität 2 bzw. 3 bekommen. Es läuft gut an, gerade für unseren Landkreis kann ich sagen, wir haben kurz vor Ostern die ersten registriert und 3 Tage später schon Einladungen bekommen dann. Also da geht es wirklich jetzt sehr zügig voran, da sind wir sehr froh drüber. Aber beim Testen, da hängen wir natürlich noch etwas nach. Und so sind wir jetzt gerade erst in der Situation, dass wir seit dieser Woche Tests eingeführt haben für überörtliche Ausbildungen, die wir durchführen. Die Tests bei den Feuerwehren sind noch nicht angekommen. Und da fehlt es meines Erachtens an der Kommunikation. Angeblich sind die Tests in Bayern verfügbar. Die Verteilung und der Abruf ist aber noch nicht bis zur Basis durchgedrungen. Also ich denke, da hätte man noch etwas Handlungsbedarf. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier vielleicht heute auch mal mitgeben möchte. Herr Bahnsteiner, vielen Dank für den Einblick. Jetzt hat Kater noch eine Nachfrage. Genau, vielen Dank euch drei für den Input und den Einblick.
Herr Warnsteiner, zum Thema Tests. Ich hatte eine Anfrage gestellt zum Thema Polizei und Antigen-Schnelltest. War sehr interessante Antwort. Mal wieder alles super duper. Und wenn man dann mit Polizistinnen und Polizisten vor Ort redet, was für Tests. Ich würde einfach so eine Anfrage für die Feuerwehren auch stellen. Kann man ja einfach mal abfragen, dann hat man das Zahlenmaterial und dann stelle ich es auf meine Website und dann können Sie vor Ort mal gucken, ob das, was das Ministerium sagt, ob das in Realität überhaupt ankommt. Dann zum Thema Virtual Reality. Also für mich ist es klar, dass das nur eine Ergänzung sein kann. Ich fand nur das in dieser Anhörung, der Feuerwehranhörung, total spannend, dass das als ein Punkt genannt wurde, so ein bisschen wie Leon gerade vorhin auch gesagt hat. Naja, die Möglichkeit, ehrenamtlich aktiv zu sein, und auch mal was abends zu machen, daheim, nicht immer irgendwo hin zu müssen, würde vielleicht für manche, nicht für alle, aber für manche, das erleichtern, auch gerade in der sogenannten Rush-Hour des Lebens, wo alles zusammenkommt, trotzdem irgendwie weiterzumachen und sich auch weiterzubilden. Und darum glaube jetzt ich, würde ich jetzt politisch sagen, sollte man diesen Weg weiter forcieren. Es kann es nie eine echte Übung übernehmen, aber es ist eine Ergänzung. Und ich hätte jetzt an Sie drei, an euch drei von der Feuerwehr eine Frage, weil darüber haben wir heute noch gar nicht geredet und das ist das Thema Frauen, Frauen bei der Feuerwehr. Weil wenn ich jetzt so höre, ja, Nachwuchsprobleme, schwierig, können wir das überhaupt alle so langfristig so abdecken? Da werfe ich immer gerne ein, dass wir ja 50% der Bevölkerung Frauen haben, aber nur 10% sind meine letzten Zahlen Frauen bei der Feuerwehr. Dabei können die das da genauso? Und Vielfalt und Diversity tut ja eh immer gut. Deswegen wäre so ein bisschen meine Frage an die Praktiker, an die drei Praktiker hier. Was wären denn Ihre, / eure Ideen, wie man das Thema mehr Frauen bei der Feuerwehr, aber dann auch in höhere Positionen und Co. vielleicht auch noch politisch unterstützen kann? Da wird nachgedacht, merke ich. Wer möchte, Leon? Oder fangen wir bei Leon an. Immer so ein Beispiel. Ja, oder alle drei. Die Feuerwehr ist immer so vorbildlich. Dann mach mal du, Willi. Ja, also Katja, du hast es gerade gesagt, Frauen sind noch nicht zu 50% repräsentiert. Das ist vollkommen richtig. Wobei man natürlich sagen muss, in der Jugend, da ist schon groß nachgeholt worden. Dort sind es mittlerweile so ein Viertel bis ein Drittel, was dort Frauen mit dabei sind. Also es ist natürlich eine Sache, wie ist auch das Ansehen der Feuerwehr? Wie kann man das Ganze gestalten? Wenn man eine tolle Jugendwartin hat, einen tollen Jugendwart hat, die dementsprechend alle Bevölkerungsgruppen, und da meine ich jetzt nicht nur Frauen, sondern vielleicht auch andere Personen, die neu zugezogen sind, mit reinnehmen, dann kann da eine wunderschöne Integration in alle Ebenen stattfinden, sodass es wirklich eine sehr diverse Feuerwehr ist. Es ist natürlich ein bisschen auch das Vorleben, die Personen. Dementsprechend würde ich mich natürlich freuen, es ist gerade angesprochen worden vom Markus, die Feuerwehrschulen Würzburg, Gerrenswied und Regensburg, dass dort der Jugendwart-Innenkurs dementsprechend auch das Thema noch stärker beleuchtet, was dort gemacht werden kann. Das ist schon verstärkt worden in den letzten Jahren, aber gerade es ist ja ein Wechselprozess auch da. Man hat einen Wechsel schon mal gehabt, früher von der verpflichtenden Feuerwehr bzw. der verpflichteten Abgabe, die man zahlen durfte, wenn man nicht in der Feuerwehr war. Ich hoffe, das war auch in allen Landkreisen so, weil gerade Markus so geguckt hat. Hätte mich jetzt gewundert. Da waren es natürlich noch wesentlich mehr Männer, weil nur Männer diese Abgabe zahlen mussten. Und seitdem das weggefallen ist, seit man das dann auch geöffnet hat und gesagt hat, wir möchten mehr Frauen haben, findet es auch sukzessive jetzt statt, dass es mehr werden. Aber es muss natürlich auch unterstützt werden durch zum Beispiel getrennte Räume, wo man sich umkleiden kann. Also da sind wir beim Thema Feuerwehrhausbau. Muss natürlich auch mit den KameradInnen dementsprechend dann sprechen.
Ich kenne Feuerwehren, die haben das dann wieder zurückgeholt, dass die sich gemeinsam umziehen. Das ist eine Sache, das wird jede Feuerwehr für sich dann entscheiden, wie es am besten für die jeweilige Liegenschaft und auch für die Kameradschaft am besten ist. Und da muss man auch Freiheiten natürlich den Feuerwehren geben, aber auch die Möglichkeiten, sowas eben gefördert zu bekommen. Und jetzt übergebe ich dann schon. Vielen Dank, Herr Bahnsteiner Leon. Habt ihr da noch was zu ergänzen? Oder war das perfekt ausgeführt? Der Herr Bahnsteiner hat noch. Es war natürlich perfekt ausgeführt. Ich sehe es auch bei uns. Wir haben seit vielen Jahren wirklich da ein großes Bestreben, dass wir auch viele junge Frauen in die Jugendfeuerwehren bekommen und haben auch in den Kinderfeuerwehren mittlerweile einen deutlich höheren weiblicheren Anteil. Das muss man schon sagen. Auch bei den Jugendfeuerwehren fast die Waage. Wir verlieren meistens dann beim Übertritt in die aktive Mannschaft. So mit 18 Jahren verlieren wir die Damen. Hat unterschiedliche Gründe, oftmals berufliche Neuorientierung und so weiter. Vielleicht aber auch dieses Umfeld dann in der eingesessenen, gestandenen, aktiven Feuerwehr. Wobei ich nicht sagen möchte, dass die Frauen bei uns nicht aufgenommen werden. Wir haben die vergangenen Jahre sehr gute Trends. Wir haben auch mehrere weibliche Führungskräfte. Wir haben jetzt zwei Kommandantinnen und drei stellvertretende Kommandantinnen sogar bei uns im Landkreis. Die schieben richtig an und die machen das wirklich toll und die haben auch den Rückhalt aus der Mannschaft. Jüngst bei uns, es kam gerade vorher im Chat, im südlichen Landkreis, eine Feuerwehr mit 70 aktiven Feuerwehrdienstleistenden, davon vielleicht 5 Frauen, sind jetzt 2 in der Führung. Sensationell und die haben auch den Rückhalt und da haben wir eigentlich keine Probleme und wir versuchen auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit immer darauf hinzuweisen, dass Frauen bei der Feuerwehr am richtigen Platz sind, aber irgendwo haben wir da doch immer noch so die Männerdomäne und die Arme sind offen, die Feuerwehrhäuser bestimmt auch, aber vielleicht, ich weiß nicht, muss man da in der Öffentlichkeit einfach immer noch mehr darauf hinweisen. Den Wechsel muss man sich halt, glaube ich, nochmal genauer angucken. Also ich glaube, es gibt sehr viele einzelne positive Beispiele und den Nachwuchs, die Nachwuchssuche, die muss man als Chance nehmen, das jetzt aufzubrechen und das dann zu verstetigen, diese guten Beispiele, dass es aus guten Beispielen die Struktur sich ändert. Und ich glaube, dass dieser Wechsel in die aktive Mannschaft genau der Punkt ist, wo man mal reingucken müsste, vielleicht auch mit einem Projekt und da mal guckt, wo es liegt und dann da gezielt auch schulen und das zu begleiten. Weil ich aus meiner Feuerwehr, wir haben jetzt keine aktive Frau mehr und ich glaube, das war jedes Mal der Wechsel in die aktive Mannschaft. Da gibt es schon, ich denke, die ein oder andere, ich sag jetzt mal Marotte, die einfach nicht so attraktiv ist. Und ich glaube, da kann man gut ansetzen und wenn man da reingrätscht, und sich mal anguckt, was haben wir denn für Probleme? Wir machen uns ehrlich, die zwei Dinge müssen wir ändern und dann ist das schon mal deutlich besser. Dann, glaube ich, kann man viel erreichen. Super, dann vielen, vielen Dank an euch drei, an Sie, Herr Bahnsteiner, für die Einblicke. Wenn euch noch was einfällt oder jemand aus dem Publikum, meldet ihr euch. Ansonsten würden wir jetzt zu unserem vorletzten spannenden Verband kommen, dessen Hilfe auch ich immer mal wieder an schwierigen Tatorten in Anspruch nehmen muss und glücklicherweise kann und darf. An dieser Stelle einen wunderschönen Gruß an das THW Memmingen. Ja, wir sind beim Technischen Hilfswerk und haben auch hier einen spannenden Gast aus Hilpoltstein, der sich in diesem Bereich seit Jahren mächtig ins Zeug legt. Und auch er ist ein Bundestagskandidat im Wahlkreis Roth. Felix Erbe, herzlich willkommen, lieber Felix. Schön, dass du da bist. Erzähl, wie steht's ums THW? Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank erstmal, Daniel, noch für die Organisation und Einladung. Ich glaube, das, was wir heute tun, ist ganz wichtig. Jetzt mal aus grüner Sicht gesprochen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einfach aufzeigen, dass wir genau auch in diesem Bereich Potenzial haben und gute Leute haben, die hier viele Themen mit vertreten können. Und dieses breite Aufstellen ist jetzt auch eine wichtige Aufgabe für uns vor der Bundestagswahl. Deswegen super, dass wir hier diese Möglichkeit bekommen, das Ganze mit reinzugehen. Ja, das Technische Hilfswerk, das THW. Ich bin beruflich Grundschullehrer. Wenn ich von den Kindern dann oft gefragt werde, was hängt da bei dir am Gürtel, also der Piepser natürlich dann, ist es immer so ein bisschen schwer zu erklären. Es läuft dann oft dann doch über die Erklärung raus. Das ist die Feuerwehr in Blau. Das ist dann für meine Erstklässler gut geeignet. Für die etwas Älteren haut es dann nicht mehr ganz so hin, da muss man dann schon ins Detail gehen.
Ich glaube, beim THW das Interessante, was es doch nochmal unterscheidet, ist, es ist eine Bundesanstalt und es ist eine Bundesanstalt, soweit ich weiß, die einzige, die zum Großteil aus ehrenamtlichen Kräften besteht. Natürlich gibt es einen Verwaltungsapparat drüber, ein Hauptamt drüber, das auch wächst in den letzten Jahren, ob immer thematisch in die richtige Richtung sei dahingestellt, das kann man gern politisch diskutieren, aber den Hauptteil machen die Ehrenamtlichen aus und wenn man so einen Ortsbeauftragten beim THW in der Behördenstruktur einordnen würde, dann ist der auf einer Ebene, die sonst in einer Bundesanstalt nie ehrenamtlich besetzt ist. Deswegen ist schon eine ganz interessante Sache. Und vielleicht auch ein bisschen so zu unterscheiden zwischen der, jetzt sage ich mal, eigentlichen bundestechnischen Aufgabe des THW, jetzt gerade zum Beispiel bei Katastrophenfällen, bei größeren Bereichen, die Bevölkerungskatastrophenschutz angehen, einfach als Bundeseinheit zur Verfügung zu stehen. Da hat das THW natürlich seine Vorzüge im Sinne dessen, dass es eine bundeseinheitliche Struktur gibt. Es gibt über 600 Ortsverbände in Deutschland, die relativ ähnlich aufgebaut sind. Also das ist hat durchaus ja auch seine Vorzüge, dass ich sagen kann, ein bestimmtes Fahrzeug in Hamburg hat die gleiche Ausstattung wie jetzt bei mir in Hilboldstein. Es bringt aber natürlich auch seine Schwierigkeiten mit sich, das ist ganz klar. Wenn in Hamburg irgendwas schiefläuft und der Bund auf dieser Ebene sagt, ah, das und das ist jetzt anders zu machen, heißt das nur lange, dass das mich auch betreffen müsste, aber ich muss mich auch wieder an irgendwelche Vorschriften halten. Also wir sind da immer in so einem Spannungsfeld zwischen einem Verwaltungsapparat des Bundes, der es uns manchmal relativ schon schwer macht und wo wir auch selbst viel Personal reinstecken müssen, um einfach diese ganzen Anforderungen abzugehen. Das Hauptamt wird inzwischen mehr gedreht in die Richtung Unterstützung des Ehrenamts, aber viele Jahre war es so, dass uns erstmal schön gedrückt wurde, was wir noch so zu tun haben. Und andererseits haben wir das THW aber auch vor Ort. Das sind oft ganz aktive, sehr tolle Ortsverbände, die sich auch so ein bisschen über die eigene Gemeinde hinaus oft zusammensetzen und in vielen Bereichen in Bayern inzwischen auch gut eigentlich in diese lokalen Katastrophenschutzorganisationspläne mit eingebunden sind. Daniel, wie du auch sagst, Zusammenarbeit mit Polizei ist was, was sehr gut funktioniert über Amtshilfe, aber auch tatsächlich mit der gerade einer Fachberaterstruktur, wie wir das nennen, also erstmal einem, sagen wir mal, kleinen Vorauskommando gleich in Einsatzpläne auch der Feuerwehr und Rettungsdienst mit reinzuklappen, klappt inzwischen sehr gut. Und so Katastrophenfall in dem Sinne haben wir ja jetzt eigentlich auch mit unserer Corona-Pandemie, ja, also die, das THW ist hier durchaus auch jetzt wieder in diese Schiene reingekommen und hat auch in dieser Schiene wieder, denke ich, zeigen können, dass es gerade auch für das Land Bayern da durchaus als zuverlässiger Partner da ist. Das THW übernimmt sehr viele Transportaufgaben im Moment im Bereich Corona-Hilfe. Es übernimmt sehr viele Logistikaufgaben. Wir zum Beispiel haben eine Fachgruppe Führung und Kommunikation mit so einem großen Führungsfahrzeug. Das steht zurzeit in einem Logistikzentrum jetzt des Bundes, um Masken, um Impfstoff, um was weiß ich was dann zu verteilen. Das THW hat an vielen Stellen mit übernommen, irgendwelche Impfstationen oder Teststationen aufzubauen, teilweise auch die zu betreiben. Und einfach wirklich auch genau dieses, was wir teilweise gerade schon hatten, jetzt kommen da wieder irgendwelche Masken an und die müssen dann erstmal in die Landkreisbehörden transportiert werden. Das übernimmt in Bayern im Moment den großen Teil des THW. Durchaus auch in der ehrenamtlichen Arbeit. Das ist, glaube ich, was, was man selbstkritisch immer so ein bisschen schauen muss. Wann findet man da den richtigen Ausstieg auch wieder? Weil diese ehrenamtliche Arbeit jetzt gerade auch unter der Woche, wenn es THW da wie als Transport Eigenschaft sozusagen vor allem mit genutzt wird, dann muss man schon auch sehr aufpassen, dass die Leute, die fürs THW brennen, trotzdem auch irgendwie so diese, jetzt sage ich mal, dann auch inhaltliche und tatsächlich auch finanzielle Wertschätzung kriegen, nicht in dem Fall selber, aber auch für Lohnausfall, Lohnfortzahlungen und so Sachen sind ein Thema. Das ist so eine Kritik oft an den eigenen Führungsebenen vor Ort, aber da, glaube ich, kommen wir ganz gut durch. Ansonsten trifft das THW natürlich vieles, was jetzt gerade schon besprochen wurde. Uns trifft es in einer ähnlichen Form. Wir haben auch am Anfang erstmal eine ziemlich krasse Order gekriegt, dass der Betrieb einzustellen ist, direkt vor Ort. Natürlich für Einsätze steht man schon zur Verfügung, auch unter anderen Bedingungen, auch wie es gerade benannt wurde. Wir fahren nur noch mit 4 Personen in einem Fahrzeug zum Beispiel. Wir haben diese Masken entsprechend mit dabei oder haben sie natürlich auch auf. Es gab da schon viel Überlegung und es ist, glaube ich, inzwischen auch ganz gut und lässt sich im Einsatz auch abarbeiten. Aber wir merken natürlich auch, uns fehlt total der persönliche Kontakt. Das THW hat da so verschiedene Stufen eingeteilt, je nach Inzidenzwerten der jeweiligen Regionen. Und wir stecken da seit vielen Wochen und Monaten in der Stufe drin, in der wir uns vor Ort eigentlich nicht groß treffen dürfen. Auch nach Einsätzen ist es vom Prinzip damit beendet, dass man aus dem Auto aussteigt, sich umzieht und heimgeht.
Das merken wir in der Substanz. Jetzt muss man beim THW auch dazu sagen, ist es vielleicht nochmal anders als bei der Feuerwehr. Kommt auf die Gruppe an, aber die Einsätze sind schon pro Gruppe deutlich geringer. Einsätze sind, das sage ich jetzt mal, fast schon so in manchen Bereichen, die vielleicht jetzt nicht gerade an der Autobahn oder so liegen, gewisse Highlights, um es mal so auszudrücken. Und sonst muss vieles einfach über eine andere Form von Arbeit laufen. Also das THW ist in ganz vielen Gemeinden in Strukturen eingebaut, bei Veranstaltungen, bei Absicherungsmaßnahmen, bei der Unterstützung von irgendwelchen Landkreisorganisationsgeschichten und sonst was. Und das fällt uns gerade alles weg. Und uns fallen dadurch auch gewisse Leute weg. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil natürlich gibt es diese Online-Ausbildung, die treiben wir schon auch. Es gibt auch wunderschöne Ideen wie Kameradschaftsabende, wo uns jetzt hier die Kameraden in Hilboldstein jeweils ein Paket mit Fresspaket vorbeigebracht haben. Ja, also all solche Dinge gibt es, die sind toll, die führen auch dazu, dass man sich dann da mal online sieht. Aber der typische THWler, und ich glaube, das kann jetzt andere von euch auch treffen, das ist so ein Aktiver, ja, also oder die THWlerin natürlich genauso, die wollen was tun und denen fällt es jetzt gerade raus und die suchen sich jetzt auch was anderes. Also das merken wir tatsächlich, ja, also dieses natürlich gibt es weiterhin die Zugehörigkeit zum THW, die sind uns für Einsätze zur Verfügung, aber es kommt inzwischen vor, dass wir sagen, Mensch, da machen wir das online, dann heißt es, ach nee, jetzt inzwischen engagiere ich mich auch an einer anderen Stelle oder was auch immer. Das ist gerade eine ganz kraftvolle Arbeit, nicht unbedingt der Helfernachwuchs, sondern die Helfersicherung. Und das wollen wir weiterhin natürlich da im Blick haben und müssen da ganz vieles reinstecken. Auch noch ein Thema, das kam jetzt gerade bei der Feuerwehr auch so ein bisschen auf, Jugendarbeit ist natürlich fürs THW auch ganz, ganz essentiell, ganz wichtig, wird seit inzwischen einigen Jahrzehnten sehr, sehr arg betrieben. Und da muss ich sagen, gibt es auch ganz tolle Konzepte. Also ich kriege es jetzt bei mir in Mittelfranken mit, die THW-Jugend in Mittelfranken organisiert jetzt einfach jede Woche. Sonntags gibt es immer so nachmittags die Vorstellung von einer THW-Spezialgruppe und die Kinder können sich damit reinschalten und können da Fragen stellen und sonst was. Auch das ist natürlich einfach der Versuch, die an der Stange zu halten, weil ihr wisst es auch, gerade diese in dem Jugendalter ist man auch ganz schnell wieder verschwunden aus so einer Organisation. Also hier wird vieles getan, aber es ist nicht alles einfach und es ist auch gerade eine harte Aufgabe, da dran zu bleiben. Insgesamt vielleicht aus THW-Sicht noch zu sagen, was da für mich das Wesentliche jetzt auf der bayerischen Ebene ist, auf der wir ja durchaus jetzt hier auch sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unter den Organisationen, und es klappt wirklich in den meisten Bereichen inzwischen sehr gut, kein Konkurrenzdenken mehr in dem Sinne haben, Feuerwehr, THW hier, sondern es muss da eine Verzahnung stattfinden, gerade auch die Tageseinsatzbereitschaft, die vorhin von der Bergwacht erwähnt wurde, trifft inzwischen genauso die Feuerwehren und das THW. Es gibt gar nicht mehr so ungefähr den Moment, zack, eine Organisation kann alles leisten. Das muss in den Führungsebenen, glaube ich, teilweise noch ein bisschen besser funktionieren. Da gibt es auch sehr gute Vorbeispiele, wo in die örtlichen Einsatzleitungen das THW zum Beispiel gleich mit integriert ist, wo Fachberater in der Kreiseinsatzzentrale mitlaufen und all solche Dinge. Da können wir da vorankommen. Und auf der Bundesebene, glaube ich, müssen wir uns einfach klar machen, wenn wir das THW sozusagen darstellen wollen als die große, tolle Organisation des Bundes, dann muss sie auch entsprechend finanziell ausgestattet sein. Dann muss sie auch entsprechend mit Technik ausgestattet sein. Es gibt im THW Fahrzeuge, die kann man ins historische Museum fahren. Die stehen da immer noch auf einer sogenannten Starn, also eine Einsatzstelle. Ja. Da muss man einfach sagen, da gibt es Nachholpotenzial. Übrigens auch bei den Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes, die für die Feuerwehr und so weiter angedacht sind. Da gibt es auf den Listen ganz andere Zahlen, als sie am Schluss wirklich da sind. Also wenn wir jetzt Richtung Bundestag hoffentlich mit allen von uns, die sich hier bewerben, dann im September gehen, dann glaube ich, können wir da schon wirklich ein Thema draus nochmal machen und können uns da nochmal mit reinsetzen. Und jetzt, glaube ich, habe ich genug gelabert und gebe wieder ab. Felix, vielen Dank schon mal. Während wir jetzt Klaus Liepert aus Memmingen noch mit dazu schalten, kannst du uns vielleicht noch kurz mal sagen, wie läuft denn das mit Fortbildungen gerade bei euch? Nicht mit Fortbildungen, sondern mit Training. Macht ihr das auch via Zoom oder wie haltet ihr euch fit? Ja, also das THW hat sich natürlich die allerschlechteste Videoplattform, die es gibt, rausgesucht. Deswegen machen wir es auf einer anderen. Aber vom Prinzip findet es genauso statt. Es sind tatsächlich Online-Fortbildungen. Auch wirklich schöne Ideen dabei. Bei uns wurden jetzt teilweise neue Gerätschaften geliefert. Da haben dann einzelne Helfer, die stellen das dann vor. Die machen kurze Filme, wie das funktioniert. Das wird mit eingeblendet, all solche Dinge. Aber sonst ist es natürlich auf einer theoretischen Ebene. Da kann man sich natürlich auch so ein bisschen
inzwischen reinarbeiten. Da wird teilweise dann auch, sagen wir so, was ich mit meinen Grundschülern hinkriege, das können wir dann mit meinen THWlern schon auch machen, mit dann mal in Gruppen aufgeteilt, mal miteinander was gemacht und so. Aber das hat dann immer so, sage ich mal, so eine Stunde, dann ist dann aber auch wieder gut. Das kennen wir, glaube ich, auch alle aus unseren verschiedenen Bereichen hier. Irgendwann ist es mit dem Online dann schwierig. Und dann versuchen wir schon auch diesen kameradschaftlichen Teil tatsächlich dann mit reinzukriegen. Ja, also wir haben jetzt Vorträge von Reisen, von Leuten. Wir haben Vorträge teilweise gemacht über einer von uns, der saniert eine alte Mühle und hat es dann gezeigt. Und so. Also einfach zu sagen, Mensch, das, was wir normal früher bei uns am Tisch geredet hätten, müssen wir irgendwie jetzt auch in diese Online-Gespräche reinbringen. Und so versuchen wir es gerade hinzukriegen. Vielen Dank, Felix. Und dann übergebe ich an Herrn Liepert. Schön, dass Sie da sind, Herr Liepert. Ja, hallo zusammen. Danke nochmal. War jetzt bis jetzt ganz interessant. Man hat auch deutlich gemerkt, dass die Probleme und die Themen bei vielen gleich sind. Waren jetzt auch ja, spannende Themen drin, wo ich gerne nochmal ergänzen würde. Also ich bin ja auf der Gremienarbeit auch auf Bund- und Landesebene als stellvertretender Landessprecher befasst. Und da merke ich natürlich schon, dass man natürlich viele Diskussionen und Gespräche über Online-Plattformen machen kann. Aber es ist natürlich miteinander was anderes, vielleicht sich dann doch im kleinen Kreis zu dritt nochmal über ein Thema zu unterhalten. Und das fehlt halt bei diesen Online-Konferenzen. Es hören immer wir alle mit oder keiner. Also das ist einfach gibt einen anderen Stil. Und das macht uns auf Bundes- und Landesebene, glaube ich, die Kommunikation schon ein Ticken schwieriger. Natürlich kann man auch versuchen, Ausbildung und Ähnliches drüber zu machen. Wir haben das auch versucht, aber wir merken natürlich auch da wird die Pandemiemüdigkeit allmählich auch beim Online und gerade die Jugendlichen, die Kinder, die es den ganzen Tag schon in Schule, in Ausbildung machen, im Geschäft, in der Firma, dann abends auch nochmal, wird schwierig. Also tatsächlich auch das Thema der Schulen, der Bundesschulen bei uns ist ein Problem, da fehlen uns wahnsinnig viele Kurse und da muss man einfach sagen, da ist das sind die Schulen einfach aus meiner Sicht zu langsam. Ich denke, ich darf das sagen als Sprecher, bis wir Online-Angebote ranbekommen haben, ist so viel ausgefallen, das werden wir die nächsten 3-4 Jahre nicht nachholen. Und das ist schon ein Thema. Ich freue mich auch, dass wir eine Matrix haben, die uns zumindest erlaubt, im gewissen Maß wieder Ausbildung zu machen. Wir mussten oder wir haben den Ausbildungsbetrieb nie eingestellt, wie die Kameraden der Feuerwehr. Also zumindest bei etlichen. Es waren natürlich welche dabei, die gar nichts gemacht haben, aber wir haben es versucht, an die Grenze zu gehen. Ich sage es jetzt mal so vorsichtig. Und zu machen, was zu geht. Bei den Kindern wird es schwierig, Jugendarbeit tatsächlich schwierig, weil ich kann schlecht den Eltern sagen, wir machen hier eine Jugendarbeit und wir machen eine Ausbildung und gleichzeitig ist die Schule geschlossen. Das funktioniert auch in der Außendarstellung nicht. Ja, das Thema Arbeitgeber ist vielleicht auch noch spannend. Der Felix hat es ja schon gesagt, wir fahren praktisch jede Woche die Schutzausstattung in ganz Bayern. Wir hatten in der Spitze vor 3 Wochen waren es 1600 Paletten für ganz Bayern in einer Woche, was, wenn man sich mal hochrechnet, pro Gebietskörperschaft, Landkreis, kreisfreie Stadt, um 10 Paletten ist ein LKW voll. Ja. Und wir brauchen da immer ein Team mit 2 Leuten und das jetzt fast schon ein Jahr, da lässt das Verständnis und die Begeisterung der Arbeitgeber langsam nach. Bei den Helfern geht es meistens noch, von den Arbeitgebern wird es schwieriger. Also ich führe da schon immer wieder Gespräche und versuche, die Leute freizukriegen. Wir haben mit Ehrenamtlichen beim CTT unterstützt, also bei der Nachverfolgung der Kontakte. Wir hatten da zum Teil Helfer über 3 Monate im Landratsamt zur Unterstützung. Ehrenamtliche wohlgemerkt. Und auch da sagt der Arbeitgeber irgendwann, naja, also jetzt ist dann aber gut. Obwohl jetzt gerade aktuell die Landratsämter, also ich kann es für den Landkreis Unterallgäu sagen, das Landratsamt wäre froh, wenn wir wieder unterstützen könnten. Aber es geht halt mit Ehrenamtlichen auch nur Bestimmtes. Und vielleicht noch ein Hinweis, sind wir mal froh, dass wir außer Corona aktuell keine Klimathemen hatten. Ich darf vor 2-3 Jahren erinnern, als wir Schneekatastrophen in Bayern hatten. Ich mag mir nicht ausdenken, wie das dieses Jahr gewesen wäre, wo wir gerade vom THW in ganz Bayern unterwegs waren, aber wir hatten eine Mannschaft über eine Woche im Berchtesgadener Land, wie das dann auch noch unter Schutzmaßnahmen und Unterbringung in Dürnhain etc. hätte funktioniert. Ich weiß es nicht, aber man darf das Thema nicht aus dem Auge verlieren. Irgendwann ist hoffentlich nach der Pandemie und dann müssen wir uns auf diese Themen sicher auch wieder Klimawandel etc. Einstellen und das werden sicher die Herausforderungen für alle Hilfs- und Rettungsorganisationen die nächsten Jahre sein. Ich denke, das wird unsere größte und nächste Herausforderung sein.
Ja, vielen, vielen Dank für den Einblick. Danke, Herr Liebert, dass Sie auch noch mit dazukommen sind. Felix, auch dir vielen Dank. Wenn euch noch was einfallen sollte, jetzt in den nächsten 10 Minuten, 15 Minuten, machen wir auf alle Fälle noch. Dann meldet euch bitte auch noch mal zu Wort. Ansonsten vielen Dank bis dahin. Und jetzt, last but not least, kommen wir zu meinem Heimatverband, in welchem ich die Ehre habe, seit 27 Jahren meinen Dienst zu verrichten, zur Polizei. Und hier haben wir auch einen wunderbaren Einstiegsgast. Und jetzt, wenn ihr euch fragt, ja, kandidiert denn der Andi für den Bundestag? Weil, nein, das tut er nicht. Aber ich freue mich trotzdem, dass er hier mit dabei ist. Der Andi ist ein ganz ein lieber Kollege und auch Personalrat. Da ist er, genau. Ja, lieber Andi, was geht ab bei den Bayerischen Cops? Gib uns mal ein bisschen dann Einblick. Wie läuft es bei euch? Ja, hallo. Ihr hört mich alle, oder? Ja. Also danke für die Ausführungen. War für mich jetzt sehr interessant. Zum einen in einem anderen Bereich, geografisch gesehen und vor allen Dingen auch mit den Nachbarorganisationen. Das Thema Zusammenarbeit möchte ich vorweg schicken. Ich spreche also jetzt nicht als Personalrat oder als für das Polizeipräsidium, sondern für mich selbst persönlich. Ich habe den Eindruck, dass die Zusammenarbeit im untersten Level auf den Behörden und Organisationen super läuft. Und je höher man kommt, umso schwieriger wird es. Also vielleicht kann man da auch mal das oder ihr Grüne, das, die in Verantwortung stehen, nach oben tragen in Richtung Bund. Und schauen, ob man da vielleicht den einen oder anderen Mangel abstellen könnte. Aber wie gesagt, das ist ein subjektiver Eindruck von mir. Und bei uns im unteren Level, da haut das gut hin. Unteres Level ist ein guter Stichpunkt. Ich komme ja aus einem Flächenpräsidium, also da, wo es die Schneelawinen gibt. Wir haben irrsinnige Wege und sehr viele kleine Dienststellen. Und die Probleme, die wir haben, sind vielleicht nicht die gleichen, wie die Probleme, die also jetzt München oder Nürnberg haben. Es ist angesprochen worden, Tarifbeschäftigte, das hat mir extra dick markiert, dass ich es nicht vergesse. Es war mir ein wirklicher Herzenswunsch, dass das heute auf die Agenda kommt, weil wir bei der Polizei ganz, ganz dringend Tarifbeschäftigte brauchen. Zum einen, weil die einfach super arbeiten und Kollegen entlasten können. Und zum anderen, wir haben mittlerweile so viel mehr Aufgaben bekommen, zusätzliche Aufgaben, die wir vorher nicht hatten, dass wir selbst mit den hohen Nachersatzzahlen einfach nicht zurande kommen. Man liest ja ständig, wie viele Hunderte oder Tausende Polizisten nachkommen angeblich. Dazu muss ich sagen, ich glaube, der Stefan hat es angesprochen für den Rettungsdienst. Wir haben auch sehr unterschiedliche Altersstrukturen. Wir haben Dienststellen, da sind also drei im Dienst, die bringen es zusammen auf 175 Jahre. Und dann haben wir Dienststellen, da ist keiner über 30. Das ist natürlich ein Problem. Das ist nicht gut für die Alten und nicht gut für die Jungen. Und durch die großen Abgänge, die wir haben, ist natürlich der Nachersatz gerade mal dafür gut, dass man das wieder auffängt. Trotzdem haben wir zusätzlich, ich sage jetzt einfach nur ein paar Beispiele, ich habe deinen Hinweis verstanden mit 10 Minuten, ich halte mich kurz. Wir haben zum Beispiel den Bereich Cybercrime, den wir noch nicht so lang haben. Wir haben die Abrechnungsbetrügereien im Gesundheitswesen, auch das ist neu für die Polizei in der Form. Da geht es ja schon um eine ganz erhebliche Ermittlungstätigkeit. Also da braucht man viel Personal. Und auch da wären Tarifbeschäftigte super, wenn wir noch mehr haben könnten. Wir haben gerade bei den Staatsschutzdelikten eine irrsinnige Steigerung, beziehungsweise bei den Einsätzen. Bei den Delikten geht es ja noch im Vergleich. Aber bei den Einsätzen, das ist ja Wahnsinn, wie viele Veranstaltungen wir jetzt mittlerweile begleiten. Nicht nur jetzt mit der Schutzpolizei, die natürlich schauen muss, dass die Corona-Bestimmungen eingehalten werden. Und da wollen wir natürlich schon schauen, dass das durchgesetzt wird bei uns. Und dazu braucht man Personal. Wir brauchen aber auch Staatsschützer, die im Vorhinein schon diese ganze Sache analysieren und im Nachgang dann auswerten. Und
Das machen wir alles zusätzlich zu den sonstigen Aufgaben, die der Staatsschutz sowieso schon hat. Und da ist auch so, dass eigentlich zu wenig Personal da ist. Also es wird nicht ohne Umstrukturierungen in der Polizei laufen. Man hat das Problem erkannt, aber das Ganze kann ich natürlich nur strukturieren sinnvoll, wenn ich auch Personal habe und wenn ich sowieso schon kleine Dienststellen habe, wo nicht mehr viel abzuzweigen ist, dann habe ich ein Problem. Wir müssen natürlich auch Kollegen jetzt für die Veranstaltungen abstellen. Und das ist dann so, dass man halt schaut, wo man irgendwo den noch herbringt. Und die Kollegen bringt es natürlich auch langsam an den Rand der Belastbarkeit. Ein Junge steckt es vielleicht noch besser weg, aber die älteren Kollegen oder die lebensälteren Kollegen, die tun sich da natürlich schon schwer. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich jetzt als Personalrat mit immer mehr Kollegen zu tun habe, die einfach mit der Schnelligkeit nicht mehr mitkommen. Also die haben Probleme nicht nur jetzt körperlicher Art, sondern für viele wird es auch langsam zu viel, einfach keine Ruhepausen mehr zu haben. Und da kann man nur hoffen, dass der Nachersatz schnell kommt und dass viele Tarifbeschäftigten kommen. Das wäre mir ein Wunsch. Prinzipiell möchte ich noch als Arbeitsschützer anfügen. Man hätte sich sicher leichter getan mit der Pandemie, wenn man schon in den Jahren vorher ein Hygienekonzept ausgearbeitet hätte für alle Behörden und alle Organisationen. Es war eigentlich immer so, dass man, wenn man das als Arbeitsschützer anspricht, dann wird man entweder belächelt oder es wird abgewunken, der schon wieder, und das kostet alles viel zu viel Geld. Wir haben jetzt gesehen, dass manches einfach sinnvoll ist und man manches rechtzeitig angehen muss, um schneller reagieren zu können. Was ich jetzt bei den Personalbelastungen nicht genannt habe, es ist aber vorher gefallen, CTT, auch die Polizei muss die Personal abstellen für Contact Tracing Teams. Wir machen das natürlich möglich, das ist keine Frage, aber es geht alles zulasten der Kollegen, die im Dienst verbleiben und halt irgendwo nicht mehr frei machen können. Das muss klar sein. Wir machen das auch gerne, wir sind immer noch motiviert und einsatzbereit. Aber alles hat seine Grenze und wie gesagt, man könnte da schon mit Umstrukturierung und vielleicht auch mehr Tarifbeschäftigten, die also den Beamten keine Plätze wegnehmen, weil wir die zusätzlich brauchen. Die Befürchtung ist ja immer die, man darf das Thema gar nicht ansprechen, weil sonst heißt es gleich, ja, ihr habt ja so und so viele Tarifbeschäftigte bekommen, brauchen wir ja nicht so viel nachersetzen. Geht natürlich nicht, weil die Arbeit, die draußen zu machen ist, kann jetzt auch kein Tarifbeschäftigter machen. Also von dem her gesehen, Daniel, rede ich zu lang? Nein, überhaupt nicht. Und ich wollte auch noch sagen, das war vorher nicht als Präventivrausschmeißer gedacht, die 10 Minuten, bitte. Andi, du darfst ruhig ausführen. Was ich vorher, ich sage es nur schnell dazu, shame on me, in meiner Anmoderation vergessen habe, der Andi kommt aus Waging, dass das auch alle wissen, woher der Andi ist. Und bevor du jetzt weitermachst, als Arbeitsschützer gleich mal noch eine Frage hinterhergesteuert von mir. Stichwort Testungen, Tests auf den Dienststellen. Du hast auch jetzt ausgeführt, die Kolleginnen und Kollegen sind sau viel im Einsatz. Unterwegs müssen Demos und Kundgebungen begleiten. Was mich jetzt interessieren wird, Andi, wie schaut es denn mit Testungen bei euch auf den Dienststellen aus? Wird sowas gemacht? Also das Thema Testungen ist bei uns angekommen. Wir haben auch schon Listen mit Personal, das für Testungen geeignet ist, also die da eingewiesen sind. Und es wird sicher jetzt, ich habe jetzt leider aktuell keine Rückmeldung dazu zu dem Thema, aber ich habe die Listen gesehen und ich weiß auch, dass das Thema läuft. Und da muss ich sagen, da hat man versucht, wirklich schnell zu reagieren. Also es ist nicht alles schlecht, aber es könnte natürlich manches noch besser sein. Und das muss unsere Maßgabe sein. Läuft es schon bei euch oder ist es im Anlaufen? Das wäre jetzt noch meine Nachfrage. Also mein Stand ist der, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, es ist im Anlaufen. Okay. Genau. Okay. Jo, ich habe eigentlich das meiste, was ich sagen wollte, gesagt.
Ich möchte auch gleich mich nochmal bedanken bei den anderen. Ich finde, es wäre viel, viel öfters nötig, dass man sich austauscht zwischen den Organisationen. Und zwar nicht nur im oberen Bereich der Polizeiführer, sondern so wie es wir jetzt machen, in dem Bereich der mittleren Führer oder der einfachen Kollegen, dass man halt einfach wirklich die Informationen ungefiltert bekommt. Also ich hoffe, ich habe das jetzt nicht unverschämt ausgedrückt. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir wissen, was du meinst. Kater hatte, glaube ich, noch eine Nachfrage. Und im Übrigen habe ich mir das auch schon gedacht. Wir machen, glaube ich, eher so einen Stammtisch, weil das gefällt mir wirklich gut, dieser Austausch mit den ganzen Verbänden und der Politik. Finde ich eine klasse Geschichte. Kater. Daniel, wir kennen uns schon so gut, dass du mir die Frage vorweggenommen hast. Ich wollte auch fragen, ob die Tests am Anlaufen sind oder ob es schon läuft. Denn wenn ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch politisch die Sache bewerte, dass Schnelltests sinnvoll sind, um mögliche Infektionen zu erkennen, wissen wir nicht erst seit, heute ist der 14. April, seit dem 13. April, sondern als Grüne Landtagsfraktion haben wir schon im September Anträge an die bayerische Staatsregierung gestellt, eine Teststrategie doch bitte zu entwickeln für die Schulen, für die Polizei, für den Katastrophenschutz, also sozusagen für die Bevölkerung, wann, wo, wie, welche Tests A, verfügbar sind und B, wie diese Teststrategie aussieht. Und ich kann hier nur feststellen, es ist schön, Andi, dass ich jetzt von dir höre, dass es bei euch jetzt losläuft. Ich kenne es auch von Polizeiinspektionen, wo noch überhaupt nichts vorhanden ist. Und ich finde es gesamtgesellschaftlich bitter, dass wir, obwohl Tests schon lange auf dem Markt sind, obwohl die Wichtigkeit von regelmäßigen Tests als ein Baustein der Pandemiebekämpfung eigentlich anerkannt sind und andere Länder es schon lange machen, das bei uns wirklich so immer so ewig dauert. Und das ist halt, da kommt es auf politische Verantwortung an und ob du das sozusagen politisch willst und forcierst oder nicht. Aber ich nehme jetzt mal positiv mit, in Waging beginnt es zu laufen. Das ist doch vielleicht jetzt nach einem Jahr Pandemie ein optimistisches Signal. Ja, wo wir sind es von. Ja, gut. Danke, Kater. Also das Wichtigste, was ich sagen wollte, habe ich angebracht, aber gern, wenn du noch Fragen hast oder wenn du noch irgendwelche anderen Punkte hast. Es gibt, glaube ich, eine Wortmeldung von Ralf Molocher. Oder war das nur ein Chat-Statement? Müssen wir noch nachfragen, Anja, Nathan? Ja, operativ ist ein gutes Stichwort. Ich war ja auch vor meiner Freistellung in einer Führungsposition im operativen Staatsschutz tätig und habe da die Erfahrung machen müssen, dass die Kollegen viel williger wären, als die Rahmenbedingungen es zulassen, wenn ich es mal so formulieren darf. Manches Mal scheitert es an falsch verstandenem Datenschutz. Also man muss da schon sozusagen auch den Datenschützern zuhören, was die auch wirklich wollen. Ich habe mich da mal länger unterhalten mit einem Spezialisten vom DGB, der für Datenschutz zuständig ist. Und der Eindruck, der sich mir aufgetan hat, war der, dass manches Mal auch übertrieben wird. Also dass die Politik Datenschutz nicht als das versteht, was manchmal daraus gemacht wird. Und da müsste man noch nachjustieren, aber die Mühlen mahlen da wohl sehr langsam. Okay, danke Andi. Und jetzt habe ich noch einen ganz speziellen Gast, den zauber ich jetzt sozusagen aus dem Hut. Sehr spannend. Und zwar ist es der Volker Goll aus Unterfranken, der, obwohl er selber nicht Polizist ist, selber viel mit Polizistinnen zu tun hat, denn er ist Experte der Koordinationsstelle Fanprojekte und Fanbetreuer. Volker, erstmal auch an dich noch ein herzliches Willkommen in der Runde. Erzähl doch mal zumindest jetzt noch ein bisschen von dir, deiner Arbeit als Fanbetreuer und auch dem Kontakt mit der Polizei. Und Andi, wenn du jetzt noch bitte mit dabei bleiben könntest hier. Ja, servus, Allgäu, hallo, Kater, hallo, Daniel, danke für die interessante Veranstaltung. Ich habe wirklich gebannt zugehört, weil ich jetzt auch mal endlich weiß, was das THW macht und wie es organisiert ist. Auch wirklich Felix gut erklärt, super. Und mein die anderen Rettungskräfte kenne ich. Ich bin auch Kreisrat und ich sehe, was die Feuerwehr, was das Bayerische Rote Kreuz und bei uns für einen riesen Job macht. Die machen auch die ganzen Testungen hier im Landkreis und organisieren das super vor jeder Gemeinderatssitzung oder einmal in der Woche in den Gemeinden. Das ist ein Top-Job, den die alle gerade machen und auch mit einer
tollen Gelassenheit, finde ich auch stark. Und ansonsten, meine Arbeit besteht eigentlich darin, mit den Leuten zu arbeiten, die den Rettungskräften und der Polizei viel Arbeit machen. Und jetzt vielleicht dafür sorgen, dass im Moment mal die Stunden abgebaut werden können, weil wir arbeiten, also die Koordinationsstelle Fanprojekte ist sozusagen die Dachorganisation aller Fanprojekte. Das sind sozialpädagogische Einrichtungen, die mit Fußballfans arbeiten, wiederum um Gewalt, Rassismus und Ähnliches zu minimieren, also quasi Präventionsarbeit zu machen, und stellen bestenfalls so eine Schnittstelle zur Polizei vor allen Dingen dar. Also wir haben ganz viel Kontakt, also die Fanprojekte haben viel Kontakt zur Polizei, wir auch, also wir als Koordinationsstelle, ich mache viel Schulung vor Corona-Zeit bei geschlossenen Einheiten, bei szenekundigen Beamten, bei Polizeihundertschaften, das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet, um denen sozusagen auch die wilde Welt der Fußballfans zu erklären und warum es manchmal auch gut ist, auf uns zu hören und nicht sofort mit 200 Mann davor zu fahren, weil es dann auch Stress, Gesundheit und Personal schont. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spannungsfeld, was ich sozusagen vertrete. Und ja, ich bin einfach gerne auch im Dialog mit den Rettungs- und Sicherheitskräften, weil wir haben ja ein Ziel. Wir wollen eine friedliche Gesellschaft, wir wollen einen friedlichen Ablauf, wir wollen friedliche Spiele in dem Fall. Und da gibt es unterschiedliche Wege, das zu erreichen. Das könnt ihr euch ja, glaube ich, oder Sie sich alle vorstellen. Und da rasseln wir natürlich auch manchmal mit der Polizei aneinander, aber in der Regel ist das ein sehr produktives Miteinander und man versucht voneinander zu lernen. Ich könnte, glaube ich, inzwischen auch den polizeilichen Auftrag erklären, so wie mancher Polizist inzwischen dann auch den sozialpädagogischen Auftrag unserer Projekte erklären kann. Vielen Dank für den kurzen Einblick, Volker. Meine Frage an die auch gleich: Was macht ihr denn momentan? Wie ist denn die Situation momentan? Betreust du auch aktuell irgendwelche Fangruppen? Wie ist denn dann da die Stimmung so? Oder ist da auch momentan gar nichts los? Ja, das ist schon spannend. Also unsere Fanprojekte, das ist ja auch so, die machen ja auch Sozialarbeit. Das heißt, der Fußball wird genutzt, um an Jugendliche, die auch Probleme haben, ranzukommen. Und das läuft ja auch eigentlich. Und das ist natürlich dasselbe Problem, was jetzt ja auch alle Rettungskräfte auch geschildert haben. Natürlich, die erreicht man ja nicht. Jugendarbeit kann zwar inzwischen einzelne Kontakte aufrechterhalten, das ist ja auch möglich, aber es ist alles sehr schwer. Alle haben sich in ihre Schneckenhäuser zurückgezogen oder in ihre also irgendwo hin. Natürlich einzelne Fälle, also wirklich Fälle, wo Jugendliche Probleme haben, die vorher mit dem Fanprojekt zu tun hatten, die werden natürlich weiter bearbeitet, weil die Fanprojekte auch weiterarbeiten, trotz Kurzarbeit und Ähnlichem, kümmern die sich natürlich um ihre Jugendlichen, wenn da irgendwas ist, was man von Anfang an betreut hat, was weiß ich, jemand mit Drogenproblemen oder Schule, dann bleibt man jetzt auch dran. Das ist ja der Berufsethos sozusagen. Was vielleicht interessant ist für die Runde ist, man hat ja immer gedacht, wenn dann es gibt ja Geisterspiele, also Spiele in der ersten, zweiten und dritten und auch teilweise in der vierten Liga ohne Zuschauer, da hat man immer gedacht, dann kommen dann die Fans und machen dann Rabatz und dann kann man das gar nicht durchführen. Da haben wir immer von Anfang an gesagt, kein Problem, weil die Ultras und die Hardcore-Fans waren die ersten, die gesagt haben, hört auf mit dem Fußballspielen, es gibt jetzt Wichtigeres. Das kann man ja kaum glauben, ne, wenn man das nicht so kennt. Dass ausgerechnet die Hardcore-Fans gesagt haben, nee, also wenn jetzt irgendwie Einschränkungen sind und Pandemie und so, dann müssen wir uns um was anderes kümmern. Da haben die zum Beispiel also ganz viele Ultragruppen, die ansonsten wirklich eher vielleicht zu den Störergruppen aus Sicht der Polizei zählen, sind an erster Front gewesen, die Tafeln zum Beispiel zu übernehmen. Das hatten wir in Wolfsburg, das hatten wir in Niedersachsen oft gehabt, dass sozusagen die gesagt haben, die Leute, die an den Tafeln die Essensausgaben machen, sind ja oft ältere Ehrenamtliche, ihr könnt ein Stück zurücktreten, wir machen das jetzt als Junge und haben das dann über die Vermittlung des Fanprojekts sozusagen diese Tafeln übernommen oder haben andere Hilfstätigkeiten durchgeführt, also haben quasi ihre Gruppenidentität gehalten als Fußballfans und haben gesagt, wir machen jetzt halt was Gutes für die Stadt oder für den Ort, wo wir sind, und das lief alles total störungsfrei, also auch wenn, es gibt immer mal Leute, die gehen zu einem Spiel, was stattfindet, wo ja keiner hingehen soll, weil sie Fans sind. Aber das sind nicht diese jugendlichen Ultragruppen, über die wir jetzt reden, mit denen wir zu tun haben, sondern also die organisierten Fans verhalten sich sehr, sehr diszipliniert. Ich fürchte allerdings schon, wenn es dann irgendwann wieder losgeht, neulich sagt ein Kollege zu mir, dann wird es schlimmer als der erste Tag wie die erste Klassenfahrt. Weil ja dann alle irgendwie, das ist ja das, was alle
herbeisehen. Also da muss man vielleicht dann schon mal mit einem gewissen Langmut mal draufschauen. Ich glaube, der erste Spieltag mit vollbesetzten Stadien, wann immer es dem wieder geben wird, das wird crazy. Andi. Jo, zwei Sachen. Auch zum Volker muss ich dann was sagen. Zum Datenschutz von vorhin, das ist nicht richtig rübergekommen. Dem einen oder anderen Grünen mag es da den Magen zusammengezogen haben. Ich habe das als operativer Staatsschützer gesagt, und zwar aus dem Grund, weil es Hürden gibt bei der Datenübergabe im Bereich vor der Strafverfolgung. Und da müsste man wirklich schauen, ob es mittlerweile mit unserer politischen Lage nicht sinnvoll wäre, wenn ich eben den einen oder der anderen, der wo auch immer extremistisch auffällt, wenn ich den nicht schon vorher melden könnte, bevor etwas passiert. Also da gäbe es durchaus noch Möglichkeiten, das nachzujustieren. Und zum Volker möchte ich sagen, leider vergessen viele Polizisten, gerade die mit höheren Diensträngen, oft, dass Prävention dasjenige ist, was unsere Hauptaufgabe sein sollte. Liegt natürlich auch mit dem Personalkörper zusammen. Man beschränkt sich im allgemeinen Dienstbetrieb leider viel zu oft auf die Strafverfolgung. Dabei wäre eigentlich die Prävention umso wichtiger, weil wir damit ja Straftaten verhindern wollen. Und das fällt mir, wenn ich dich höre, dann sage ich, das wäre ein großes Feld, das man noch beackern könnte. Aber führt mir halt auch wieder dazu, dazu brauche ich Personal. Also es kommt eigentlich immer wieder auf den gleichen Nenner zurück. Man kann nur gewisse Aufgaben übernehmen, wenn man auch das Personal dafür hat. Genau. Und dann ist die beste Ausstattung nichts und die besten Eingriffsmaßnahmen nichts. Wenn ich das Personal nicht habe, wird es immer schwierig sein. Das wollte ich nur loswerden. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank auch an dich, Volker. Das war ein hochinteressanter Einblick und ich merke schon, das sind alles Themen, da könnten wir separat 90 Minuten oder 2 Stunden drüber philosophieren und drüber reden. Und ich hätte auch noch 5 Nachfragen jetzt direkt an dich. Deshalb muss ich es nochmal sagen, also mir gefällt das Format sehr gut. Dir auch, Katha. Also diese Sache, die würde ich, denke ich, doch mal gerne wiederholen und vielleicht auch einen wiederkehrenden Termin draus machen, dass wir einfach im Austausch bleiben können. Jetzt ist die Zeit schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Wir sind weit über den 90 Minuten. Ich übergebe jetzt nachher nochmal schnell an die Kata, bedanke mich aber schon mal jetzt an der Stelle für die super Einblicke in die völlig verschiedenen Blaulichtbereiche. Kata. Ja, lieber Daniel, ich bin beim nächsten Kaffee Blaulicht wieder dabei. Total toll, dass du das hier organisiert hast. Danke auch an Anja und an Nathan für die ganze Orga im Hintergrund. Danke an alle, die den Input gegeben haben. Ich habe eifrig mitgeschrieben, habe auch noch einiges mitgenommen und ich kann nur erneut wieder feststellen, dass Menschen, die in Blaulichtorganisationen arbeiten, unglaublich sind. Weil ich es immer ganz faszinierend finde, dass immer, wenn ich mit Leuten dort rede, so eine Haltung da ist von, ja, da ist ein Problem, da ist eine Herausforderung, aber wir machen jetzt mal, wir packen an, wir probieren es zu lösen. Und das, finde ich, ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft so dringend brauchen. Denn wenn wir eine gute Zukunft für alle haben wollen, dann können wir uns nicht darauf zurückziehen, dass jeder nur irgendwie da sitzt und entweder nur meckert oder sagt, ja, jemand anders müsste mal tun, sondern es braucht genau solche Leute, die dann beim Brand oder bei der Überschwemmung oder wenn jemand den Notarzt ruft oder wenn jemand die Polizei ruft, auch tatsächlich kommt. Und damit auch weit über dem, was man eigentlich arbeiten müsste, eigentlich auch arbeitet. Und das gilt sowohl für die Hauptamtlichen, aber natürlich vor allem auch für die ganzen Ehrenamtlichen. Und deswegen kann ich nur sagen, vielen Dank euch und Ihnen für die wichtige und großartige Arbeit. Ohne Sie, ohne euch würde unsere Gesellschaft blutarmer sein und es würde sehr viele Dinge nicht funktionieren. Und ich nehme als Politikerin hier eindeutig erneut mit, dass es unser Job als politisch Aktive ist, egal ob wir auf kommunaler, auf Landes- oder auf Bundesebene aktiv sind, Ihnen und euch das Rüstzeug zur Verfügung zu stellen, damit Sie Ihren Job gut machen können. That's our job. Und das ist etwas,
wo ich Ihnen versichern kann, als Grüne werden wir genau für diese Themen auch weiter kämpfen. Sie haben jetzt einige tolle Bundestagskandidatinnen und Kandidaten von uns hier auch kennenlernen dürfen. Also mir wird es um den September nicht bang. Da wird es Zeit zu zeigen, dass dieses Land besser regiert werden kann und besser regiert werden muss. Und mit unserer innenpolitischen Sachverstand stehen wir auf jeden Fall bereit. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf das nächste Kaffee Blaulicht und ich wünsche allen anderen sonst noch einen wunderschönen Abend. Bleibt vor allem gesund und auf hoffentlich bald. Wunderbare Schlusssätze, aber auch an dich ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Kata, für deine Zeit, die du dir nimmst, um auch uns zuzuhören. Das ist eine super Sache und dass wir dich da immer wieder bekommen, also wirklich großartig. Danke an dich. Danke auch an die Gäste, die jetzt hier einen super Beitrag geleistet haben, den Stefan Lindauer nochmal, den Martin Ebert, Leon Eckert, Felix Erbe, Andi Nominacher, Volker Goll und auch bei Herr Bahnsteiner, ich sehe sie jetzt nicht alle auf dem Bildschirm, alle, die sich noch gemeldet haben, vielen, vielen Dank, auch vielen Dank an die Gäste, vielen Dank an die Presse nochmal. Schaut immer mal wieder auch rein auf unseren Homepages der Grünen Memmingen Unterallgäu, Ostallgäu. Wir machen weitere sehr spannende, behaupte ich jetzt mal, aber ich glaube, es ist so, Veranstaltungen, Online-Formate. Guckt einfach und seid auch wieder dabei zu anderen Themen. Aber Kaffee Blaulicht machen wir auf alle Fälle wieder. Jetzt wünsche ich Ihnen und euch noch einen super schönen Restabend. Servus, Ade. Und bis bald.